Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Nabendynamo. Oh mein Gott. Das ist genau der Weg, wie ich nicht begrüßt werden möchte. Das ist ja furchtbar. DJ Noise, grüß dich. Das ist ja was für Tobi, das ist ja grausam. Agramalk, moin und Grüße aus dem Drescher. Grüße in den Drescher zurück. Sebastian, grüß dich, guten Abend. Nico, moin. Moin. Schön schwül ist es hier, schön warm. Ein Träumchen, MB-Track moinsen. Na, Ben Chris. Twitch Prime ist kostenlos. Ist es nämlich, Cobra. Dankeschön für dein Prime, vielen lieben Dank. Sorry, vertippt und Autokorrektor, so ein Quatsch. Niemals. Erzähl mir doch nicht sowas. Rotti, moin. Fans, grüß dich auch erstmal, Mensch. Die Kotte Garant-Anpassung. Ich denke, die Jungs sind da dran, die kommen noch. Nö, alles gut, alles gut. War jetzt nicht so gemeint. Was machen Sachen? Bratwurst, grüß dich. Ja, wir machen heute wieder, ne, direkt LUWZ. Also direkt Landerzoom. Hofwaldtag, ab 20 Uhr kommt der Rest, wie immer. Wendox, moin. Agravili, moin. Wie geht's? Oh, ganz okay. Ich habe Rückenschmerzen heute wie Sau. Ich habe mich im Bett verzwirbelt. Ich frage mich nicht. Ich bin alter Mann einfach. Schön Hulli schlürfen. Wichtig und richtig auf jeden. Wisst ihr, was eine mittlere Katastrophe ist, Freunde? Ich bin ja Donnerstag auf der Gamescom. Also, ist das nächste Woche? Ja, nächste Woche Donnerstag bin ich auf der Gamescom. Und jetzt hat mir ein Kumpel, den ich mitnehme, geschickt. Also, er schickt mir eine Story von Monte, in der Monte schreibt, ich bin nächste Woche Donnerstag auf der Gamescom. Oh, nee, Digga. Also, ist ja geil, aber dann ist ja alles vorbei. Hätte er nicht am Wochenende oder so kommen können? Ah, verdammt nochmal eins, ey. Und dann geht er auch noch an den Stand, wo ich auch hin will. Sag mal, ja, ich krieg die Krise, ey. Direkt eine Frage, woran könnte es liegen, dass er eine Landesum nicht verlassen kann? MB-Track, da musst du mal deine Lok gucken, das klingt seltsam. War bei dir gestern Nacht auch so starkes Gewitter? Ja, aber ich hab's verpennt. Ich hab's einfach verpennt, Freunde. Ohne Scheiß, ich hab's verpennt. Ich hab's nicht mitgekriegt. Fragte meine Freundin, oh, hast du das mitgekriegt? Ich hab keine Ahnung, ich hab gepennt einfach. Ich hab nichts mitgekriegt. Gar nichts hab ich mitgekriegt. Nordfriesen-Modding, moin. So, machen wir nochmal hier. Zack. Comment anpinnen. Morgens bis drei gedroschen, sehr gut. Hier war ein Tornado. Bei dir sind oft Tornados, Gülle Baron, oder? Olli, moin. Naja, also es muss wohl durchgehend übelst geblitzt haben. 8820 Power, moin. Keine Ahnung. Volvo, pack auf deinen Kult geholt. Vielen lieben Dank, Mann. Dankeschön für deinen Support. So, naja, ich würde sagen, ich baue das Lenkrad an und dann wollen wir keine Zeit verlieren, oder? Erik, moin. Wir hatten heute Morgen um 5 Uhr starkes Gewitter, ne? Das war dann bestimmt das, was bei uns durchgezogen ist. Das muss irgendwo um 1 Uhr oder irgendwas gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mitgekriegt. Flex mir am Arsch, ey. Moin, Felix und Chat. Moin, Fanfarmer und Dankeschön für den 6. Monat. Halbes Jahr. Stabil, Dankeschön. Malle aus Halle, grüß dich. Bitte, moin. Wer ist heute alles am Start? Schauen wir dann mal. So gegen 5 Uhr, naja, dann ist das durchgezogen durchs Land. Oh nee, jetzt ist das Lenkrad so weit hinten, oh nee. Ich denke, die Schaltkulisse werde ich heute gar nicht anbauen. Wieso ist denn hier eigentlich wieder Autofokus? Ich hab's verpennt, ja. Ich bin zurzeit ein bisschen, mein Körper braucht mehr Entspannung und Ruhe. Was halt bedeutet,
ich halt schlaf wie ein Stein. Ja, baue ich heute die Schaltkonsole an. Ich brauche heute an und für sich kein Getriebe. Insofern könnte ich es eigentlich auch weglassen, die Schaltkonsole. Bei uns ganz oben in MV nichts gewesen. Ich habe vorhin auch schon geguckt, Hannes, der ist ja in Usedom oder sowas dreschen. Passiert mit dem Alter. Jetzt werden wir auch hier mal nicht frech, ne? Aber wahrscheinlich ist das so, ja. Shooter, moin. Furchtbar ist das. Ich werde alt. Das war's, Freunde. Na doch, ich mach die Schaltkulisse dran, weil die hier noch so ein Kabel abdeckt. Aua, der Rücken! Aua! Aua. Wie sagt mein Opa immer, alt werden ist scheiße. Hat er recht. Moin! Moin! So, hast du einen Lenkradknauf? Ja, habe ich. Habe ich, warte. Hier, Lenkradknauf, das ist von Amazon. 18, 19 Euro oder sowas. Twitch Prime ist kostenlos. Krischi, moin, danke schön für dein Prime. Vielen lieben Dank. Werner, grüße dich. Alter Mann, pff. Steinhox, alles gut, ich weiß Bescheid. Grüß dich. Oh, nee, es ist... Ich habe das schon in der Nacht gemerkt, dass ich mich irgendwie komisch verlegen habe. Naja, ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Rare Palim, moin. Wie hieß der? Premium irgendwas, Lenkradknauf. Weiß ich jetzt nicht mehr. Hab die letzten Tage deine Uncut-Videos auf YouTube geschaut. Seitdem ihr am Geras erfahren seid, war zwischendurch ganz schön wild bei euch. Ja, das sage ich dir. Das war wirklich ein bisschen arg wild. Vielleicht sogar ein bisschen zu wild. Aber danke fürs Anschauen. Die Kanäle laufen aktuell echt wieder richtig, richtig gut. Dank euch, Freunde. Dank euch. Alt werden kann auch schön sein. Vor 2 Wochen Herzinfarkt gehabt. Da wäre es fast bei 36 Jahren geblieben. Was daran ist denn schön? Ach so, du meinst generell das Altwerden. Ja, natürlich. Ich hoffe, du erholst dich gut und alles, ne? Das ist natürlich, jetzt weiß ich auch, wie du das meinst. Alles klar. Ja, das, man soll sein Glück nicht herausfordern, ne? Ich kenne da auch jemanden, der auch ziemlich unverhofft einen hatte. Eigentlich ein fitter Mensch. Auch alles gut gegangen, ne? Chatterino 244 installiert, dann gehen die Badges wieder. Nur zur Info. Hab ich auch aktiv, Dirk. MP3, Dankeschön für dein Prime. Vielen lieben Dank. Danke für euren Support, Mann. Dankeschön. Hatte ich auch auf Anraten von unserem neuen Mod hier, von Stanox. Moin. Moinsen, so, Lenkrad ist dran. Es ist alles dran. Der Rechner ist an, dann kann ich hier... Oh nee, oh, Bauch im Weg. Oh nee, es ist furchtbar alles. Dann können wir hier umschalten. Wie geht's der Familie? Es geht allen gut, außer mir. Also mir geht's auch gut. Aber ich hab Rücken und so ein bisschen Kreislauf und diesen und diesen und das Wetter. Ja, also Monte am Donnerstag auf der Gamescom, der einzige Tag, wo ich dort bin. Katastrophe. Ich hoffe, ich kann meinen Termin wahrnehmen, weil, ja. Naja. So, Lenkrad an. Ja, ein fröhliches Helahu auch dir, Dirk. Nee, ich hab das nicht verstanden. Es ist gut, dass Dirk das nochmal aufgeklärt hat. Ich hab das nicht verstanden. Ach, es
knackt doch alles im Rücken. Wann habe ich wieder Osteopathie-Termin? Ich muss zum Sport, Leute. Ich muss wirklich zum Sport. So, da draußen geht auch gerade die Welt unter. Naja, das ist ja alles wunderbar. So, ich muss noch was runterladen. Verfolgt dich schon länger, nur habe selten Zeit für deine Livestreams, weil ich selbst in der Landwirtschaft tätig bin. Und auch dieses Jahr ist nicht schön gewesen, da ich mich beim Sport verletzt habe. Auch dir wünsche ich natürlich gute Besserung und alles gut. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die hier im Log sind, also sprich die zuschauen, ohne irgendwas zu schreiben. Das ist okay, das passt schon. Und auch viele Uncut-Zuschauer natürlich unter euch. Auch das ist natürlich alles völlig okay, ist doch... Ist doch für jeden was dabei. Jedi Max, moin. Schon dir, moin. Grüße mal fix rein. Schau, bevor ich zur FF-Ausbildung muss. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Ausbildung, ne? Ach, shit. Ich muss hier noch was gucken. Guten Abend, kleiner als drei. Guten Abend, Dr. Neon. Grüß dich. Was hast du für einen schönen Vorführer? Das gucken wir uns dann an, Freunde. Das hatte ich aber letzte Woche schon. Na, da! Der findige Zuschauer hat das letzte Woche sicherlich schon mitbekommen. Oh, das war Discord, das wollte ich nicht. Discord bleibt mal schön hier. Frank, Official, moin, Freunde der Feldfrucht. Moinsen, Frank. Ach, bei der Hitze wird das eher schweißtreibend. Das stimmt. Fendt 942 Gen 7? Nee, Gen 7 hatten wir schon. Gen 7 hatten wir schon. Oh Gott, welcher Stream ist denn das jetzt? Heute haben wir den 15.8. Dann 10.8. Der kann weg. Oder? Jetzt muss ich das nochmal aufmachen. Ja, der kann weg. Ein bisschen Platz auf der Festplatte schaffen, ne? Gen 6? Nein. Es wird... Ja, ihr wisst es doch eh. Wird ein Case, ja. Ich will den Case ausprobieren. So, also, Spielstart. Dann schauen wir mal rein. Ich versuche erstmal wieder so ein bisschen alles Mögliche und... Ja. Dann legen wir nachher wieder los. Mal gucken, wer alles kommt. Ach so, ich muss dann... Das kann ich mit euch gemeinsam noch machen. Ich muss dann mit euch noch ein bisschen aufräumen in der Liste. Aber erstmal machen wir Versorgung. Gibt's ein vernünftiges Optum? Boah, tut es nicht immer im Auge des Betrachters? Ich weiß gar nicht, ist es Optum oder ist es, oh, was ist mit der Kameraeinstellung? Nee, also das geht nicht. Bis nachher mal, gib dir Mühe, ja, ja. Nee, die Kamera ist zu weit drüben. So hier vielleicht? Ja. Haben wir erstmal einen Puma von den Dudes geholt. Auf der Rade ist das Ding echt genial. Das stimmt. Ne, Puma wird's nicht. Puma hat zu wenig Leistung. Leistung. Optum, habe ich auch noch keinen schönen gesehen. Magnum. Oh Gott, schwitzig. So. Wir gehen... Nö, wir bleiben hier. Ich habe die Zeit mal noch gestoppt. Ich muss mal schauen. Februar 2. Nachts wieder Schnee. Oh, kritisch alles.
Jesse, Grüße. Ja, alles gut, alles gut. Danke der Nachfrage. Hä? Wird ein Umbau von den Jungs selbst sein? Das kannst du ja eher selbst mal runterladen, aber nicht. Nee, es gibt die V. Das ist die V1 Salandersum. Die gibt es offiziell. Alice Portal? Ne, ich weiß es gar nicht. Irgendwo gab es die. Läuft die Aufnahme für Uncut? Ja. Die läuft, läuft, läuft. Und damit natürlich herzlich willkommen, liebe Uncut-Zuschauer. Es gibt jetzt keine persönlichen Anmoderationen mehr, weil die Aufnahme dann schon immer läuft. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. 3, 4 Stück. Sven, grüß dich. Oh, warte mal, der Sitz ist hier aber sehr sportlich eingestellt, ja. Was ist denn das für ein FOV? Ach, die grüne Neune. Das ist besser. So. Im Urlaub Füße hoch und Agrable genießen. PS, liebe Grüße an Jesse mit Bart im Uncut. Oh, im Urlaub, ey. Geil. Ein Problem habe ich euch bei Discord gepostet. Was heißt euch? Weil wenn ihr mir jetzt Privatnachrichten schickt, Freunde, ihr seht, ich bin am Streamen. What is going on? Just playing Farm Sim? Apropos. Oh ne. 90er FOV. Nein, bei dir im Discord, okay. Oh, der Ladewagen, der steht ja da aber auch nach wie vor noch sehr ungünstig. Bei dir rumpelt es auch gleich, Gewittermeldung ist raus. Ja, ist auch schon alles grau in grau in grau. Scheiß drauf. Kriegen wir die Setup-Cam? Aber na sicher doch. Oh, warte mal, da passt ja mal wieder gar nichts. Moin. So. Moinsen. Grau, grau, miau, miau. Schönen Feiertag, Dombo. Feiertag kannst du dir eine Hutschnur binden, Bruder. Aber grüß dich. Feiertag. Jeder, wie er es verdient und so. Ja, 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 ja. Natürlich. Natürlich. Ja, Küsschen, ne? Küsschen, natürlich. In Bayern muss man leben. Ah, ja, ist richtig, macht er alles richtig. Abend! Ja, hier geht's auch los. Laut Lightning Maps Org ist es nicht viel, aber ein breites Band. Nur schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Thüringen fährt's genauso, halt ohne Feiertag. Ultra-Fan, moin! So, dann füttern wir erstmal hier ein bisschen rein. Was habe ich denn hier eigentlich? Beschleunigungsrampe 3. Hier können wir auf der 4 bleiben.
Obwohl, die 4 ist ein bisschen fett. 3 ist okay. Eigentlich ist 3 okay. Nee, so kommen wir ja nicht rein. Ah! Oh ne, das ist aber jetzt eine schlechte Einfahrt, die ich hier gerade mache. Aber, Idiot. So. Ja, der Felix ist so toll, der Mischwagen wird schon voll. Wenn der Felix Ballen stapelt, der Dirk mit der Stirn haspelt. Einen lieben Gruß an die Community, denn Agraplay verpasst man nie. Katastrophe. Was für ein Timing. Nee, dankeschön, Jesse. Hallo, ich habe mal eine Frage. Hat jemand auch das Problem, dass bei der Landung V1 das Spiel abstürzt, wenn man schlafen geht? Nein. Und leer. So, hier sind nämlich die ganzen Kälberboxen weg. Da platzieren wir nämlich noch neue. Denn wir müssten ja bald unsere Kälber bekommen. Ich habe das Gefühl... Lass mal die Kamera noch ein bisschen. Ja. Hat jemand eine Idee, woran das Licht? Also du musst deine Lok prüfen, bitte. Deine Lok prüfen und da steht dann schon meist irgendwo ein Error oder sowas. Also von Haus aus hat diese Map das Problem nicht. Das ist also ein lokales Problem bei dir. Sicherlich irgendein Mod-Konflikt. Häufig haben Leute andere Maps im Ordner. Die gehören da nicht rein. Hast du Werbung? Weil bei mir kommt Werbung. Das Minimum. Ich kann Werbung nicht komplett ausmachen. Ich habe das Minimum an Werbung. Ich habe so gewählt, es gibt zwei Optionen. Entweder am Anfang des Streams gleich Werbung oder zwischendurch mal alle halben Stunden oder so. Und mir ist es lieber, dass nicht am Anfang gleich Werbung ist. Ja, ein bisschen Geld verdienen wir ja auch hier. Im Zweifelsfall einfach reinzappen, wenn einem die Werbung so nervt. Kappa. Obwohl, nee, kein Kappa, aber nee, müsst ihr nicht. Also das sind ja meist, das ist nur ein Spot, 30 Sekunden oder sowas. Und dann geht's ja weiter. So, da versorgt man nämlich mal noch das liebe Vieh. Guck mal, da ist der Stall nämlich schon gut voll. Stroh ist auch noch okay. Und dann geben wir noch in den anderen was rein. Und dann ist die Versorgung hier auch schon wieder abgeschlossen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen klar Schiff machen. Die V2, die Landerzoom, V2 ist im Modhub drin, Freunde. Adblocker runterladen oder Browser holen mit Adblocker direkt. Agrarmark, dafür müsstest du eigentlich direkt... Wegen mir müsstest du dafür eigentlich direkt mal einen ganzen Tag auf der stille Treppe. Weil was du gerade vorschlägst ist, yo, zieht's euch rein, unterstützt den Content Creator gar nicht, blockt gleich alles weg, damit er ja keine Kohle verdient. Danke dafür. Richtig cool. Immer schön konsumieren, aber bloß nicht mal 30 Sekunden Werbung dafür ziehen. Schade, Freunde.
Aber nee, gibt kein Timeout, alles gut. Ich finde, nur mal ein bisschen die grauen Gehirnzellen benutzen, bevor man was reinschreibt. So, kriegen wir hier die Einfahrt besser hin? Ja, es ist eine ganz enge Kiste. Und wir kriegen sie nicht hin. Shit. Ach so, naja, gut, dann ist es die V1.2, sorry, ja. Umgangssprachlich. Boah, den ist ein Boomer, gell, wie hier. Junge, 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 Junge. Alice Farmer, dankeschön für den Sub. Vielen lieben Dank. Genau so geht's. Kleiner neuer Sub-Sound. Für neue Subs. Vielleicht ein bisschen laut, kann ich vielleicht noch runterregeln. Aber ich fand das ganz passend. CDD, moin. So. Auch hier sind wir voll. Moin. Ja, passt. Ja, okay, das geht natürlich. Adblocker reinmachen und switchen YouTube eine Ausnahme. Machen. Also ich sag's euch ganz ehrlich, auch ich habe Adblocker auf Seiten, wo ich mir denke, Alter, komplett übertrieben. Seiten, die ich mit supporte, habe ich keinen. YouTube, Twitch, habe ich nicht. Aber es ging ja hier gerade um Werbung auf Twitch und daraufhin den Vorschlag, einen Adblocker zu nehmen. Also mit Ausnahmen ist es richtig. Da ist es natürlich durchaus möglich, aber bitte bedenkt immer, wenn ihr Leute supporten wollt, dann diese Seiten auszumachen. Es gibt verseuchte Seiten. Gar keine Frage. Ja, ja, ja. Gar keine Frage. Aber dazu zählt ja YouTube und Twitch und sowas nicht. Also ich ziehe mir die Werbung rein. Scheiß drauf. Ja. Oh. Das ist alles komplett grau. So, guck mal, wir haben hier nämlich Ferse, Kuh, Ferse. Reproduktion 30, 70. Hier geht's bald los. 30, 60, 66. Hier geht's auch bald los. Agrartechnik Paulus, moin. Bei YouTube habe ich mit meinen Eltern so ein Familienpro. Abo geht auch. Von Abo, also Abo ist okay, dann kriegt ihr keine Werbung. YouTube Premium. Davon profitieren wir Content Creator auch. Flex mir am Arsch, ey. Jesse mit Bart giftet at hier 1 sub to see me 2204. Das ist lieb. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, passt auf, wie viel Milch haben wir denn? Also, guck mal, erstmal Gülle. Gülle müssen wir noch wegkarren. Und Milch sieht auch schon wieder ganz nett aus. Wir haben jetzt 16.22 Uhr. Wir werden wieder in den Abend reinarbeiten und dann schauen wir mal, was wird. Ich wechsle jetzt hier nicht den Betrieb. Oh, ich habe so einen Rücken, Alter. Ich werde jetzt in Gülle fahren. Also Jesse, danke schön für den Giftetzap. Gute Besserung. Ach, das ist nichts Chronisches oder sowas, sondern ich habe mich einfach verlegen. Also alles gut. So, wir müssen nur wieder dem Alten seine Karre hier hinstellen. Wichtig. Beschleunigungsrampe 3 ist drin. Ja, dann Tempomat rein und auf geht's. Dankeschön, Strubbeln. Bin tatsächlich das erste Mal hier als Zuschauer. Schau mal deinen Bots auf YouTube. Ja, Strobel, dann herzlich willkommen hier im Live-Chat. Und im Nachgang natürlich nochmal auf Uncut. So, hier können wir vielleicht mal ein bisschen runterregeln.
Es ist immer ein Hoch- und Runtergeregnet mit dem Sound, wenn die Maschinen so unterschiedlich laut sind. Matzichen, moin moin. Boah, Jesse, Alter, was ist los mit dir? Also ihr könnt natürlich auch einfach zugucken, Quatsch, ein bisschen im Chat und so. Also niemand muss zappen, niemand muss irgendwas. Das ist natürlich auch klar. Fleißig am Mulchen. Oder am Maluchen. Maluchen? Malochen. Malochen arbeiten. Die Gemeinderat. Oh, das ist ein Stück her. 19er oder 22er? Ich dächte an Katz zum Beispiel. Gibt es auch schon vom 19er. Ganz witzig im Übrigen. Hatte mal einer geschrieben, das war ganz, ganz nett, das war jetzt nichts Böses, auf dem Uncut-Kanal und sagte, ja, irgendwie könntest du dir ein bisschen mehr Mühe im Schnitt geben und die Videolänge ist halt ganz schön lang. Ja, und ich sagte, Diggi, das ist der BOD-Kanal, der Bot-Kanal, nicht der Hauptkanal. Also wer das nicht kennt, Ausrufezeichen YT, das ist mein YouTube-Hauptkanal. Danielson, herzlichen guten Tag. Ah, das war halt ganz, ganz putzig, ne? Es war jetzt nicht böse oder so. Es war, also im Regelfall, wenn das der Hauptkanal wäre, wäre das auch völlig richtig. So, aber bin aus Belgien, das mit ein bisschen Deutsch. Matzichen, ist es besser, Englisch zu sprechen oder Französisch kann ich nicht? Das sind wieder Experten. Naja, wenn du halt nur den Kanal kennst und nicht den Hauptkanal, verwechselt man das schon mal schnell. Also nichts für ungut. Lächelndes Gesicht, lächelndes Gesicht, lächelndes Gesicht. Jesse, Jesse, Jesse. Dankeschön für deine 4 Monate, mein Lieber. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. How are you doing? I'm fine, thank you very much. I hope you can say the same from you. Ach, ist wieder der internationale Profi einfach schon wieder. Lukas, moin. Wenn ich das hier so sehe, bin ich sowas von einem Noob. Muss mich echt wieder mehr befassen. Ja, seit Anfang an alles dabei. Ach, was heißt Noob, wenn man eine Weile sich nicht damit beschäftigt? Es gibt ja auch diese und jene Spielweise, ne? Also. Das, keine Ahnung. Also, 22er ist aktuell wirklich sehr geil. Ne, der hat einfach alles, was du brauchst. That's what you like to hear. Yes, yes, yes. You're alright. So, dann holen wir uns noch ein bisschen Gülle, um die in die BGA einzuspeisen. Ah, ich vergaß. Das dauert hier bei dem Teil jetzt natürlich ewig. Oder ist das jetzt schon beschleunigt? Oh ne, das geht schnell. Dann ist es wohl gar nicht die MR-Anpassung hier. Grüß dich, Felix. Gerade vom Kroban heimgekommen. Janik, grüß dich. Alles, was über Ackerbauer hinausgeht, bin ich überfordert. Hab das letzte Mal so richtig gespielt, als Kühe zum ersten Mal im LS waren. Oha! Seitdem mache ich nur noch Mods und so weiter. Ja, da hat sich ein bisschen was getan. Ja, Adrian, ich weiß, wir fahren das Ganze nicht mehr in die BGA, weil die überfordert ist. Darum werden wir das dann auf die kommenden GPS-Flächen drauf machen. Sprich GPS häckseln und danach Mist drauf. Findest du die Lander sind für 4 Leute zu groß? Ne. Du musst ja nicht alle Felder bewirtschaften.
So Leute, heute alle mal Daumen drücken, damit das bei Adrian heute auch wieder funktioniert alles. Ich vermisse das Schlauchsystem. Ja, ich auch. Can speak French, Italian and Spanish, but not English. I mean, three languages. I only speak German and English. Typical for German people. They barely can speak their own language and a little bit of English, but no other language. So. Tempomat rein. Das Fahrzeug beschleunigt jetzt etwas langsamer, weil wir nicht die höchste Beschleunigungsrampe im Getriebe drin haben. Deshalb schön gediegen. Und im Puma unterwegs, ja. Jetzt hier fürs... Och, Fuel Level 267,9. Nee, Quatsch. Ach so, das ist die Liter oder was? 63 Liter verbrauchen wir gerade. So, Tankinhalt. Dankeschön für den Tipp mit der Konsole. Hat funktioniert. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, welcher Tipp. Haben Error auf der Lander, Zoom, Weltamt. Bitte? Tja, das stimmt. Es könnten generell auch die neue Gen 7 vom 700er Fan wäre sehr, sehr geil. Strobel, hat mich sehr gefreut. Hat mich sehr gefreut. Vielleicht bis bald mal wieder und ansonsten. Ja, in den Uncuts. German language, difficult language. I tried it with a German. It's very difficult for me. It's one of the hardest languages to learn, actually. And there are so much German people which have problems to learn their own language. It's not easy. You're totally right. Ach nee, ich bleib noch. Achso, nein, das ist so gut. Also Deutsch ist wirklich, wirklich eine schwere Sprache. Ist einfach so. Ist das CVT-Add-on für dich eine Bereicherung? Absolut. Aber sowas von. Weil so macht halt auch so ein stufenloses Getriebe. Muss halt ein bisschen aufpassen, ne? Wenn du halt in einer... Ich glaube, es ist mittlerweile sogar so oder kommt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das kommt noch im Update. Wenn du eine zu hohe Beschleunigungsrampe drin hast und zu viel... zu viel Gewicht hinten dran, dann nimmt das Getriebe auch Stück für Stück Schaden. Also ein Muss für das realistische Zocken, ja. Ja, ja, ja. Wenn du mich fragst, ja. Mein Error ist Running Lure Method Mouse Event, kenne ich. Habe ich, glaube ich, auch. Hab's außer 25 Hektar geplant. Ich überlege nur gerade, ob ich den Puma vom Alten stehen lasse und mir doch nochmal einen Fendt hole, um Gölle zu fahren, weil ist doch ein bisschen schneller, ne? Der kämpft halt hier schon ganz schön, ne? Wir sind bei 100% Motorlast. VCA sowie Gearbox Add-on ist beides kompatibel, Jesse. Gar kein Problem. Nimm halt einen Vorführer, nee, den nehme ich erst später. Was ist denn Beschleunigungsrampe? Das CVT-Add-on. Mache ich noch ein Video zu, warte ich noch auf ein bisschen Zuarbeit von, also Zuarbeit von Sebastian ist eigentlich nicht richtig, aber irgendwie, wir wollten irgendwie noch warten, bis ich wirklich alles gecheckt habe und verstanden habe und dann haue ich ein Video raus. Eigentlich könnten wir jetzt sogar mal die Beschleunigungsrampe reindonnern. Wenn ich wüsste, auf welcher Taste ich die hatte. Hier sind nicht. Das würde mich ja mal interessieren. Warte mal, ich bremse mal. Ah.
Oh, wieso bremst denn er kaum noch? Beschleunigungsrampe, wo habe ich denn die drauf? Ach doch, die hatte ich ja aktiv. Was ist denn nun los? Nein, ich habe das Getriebe in neutral geschalten. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ah, nein! Hä? Was? Strobel, was? Danke dir, Sachsenbauer. Oh ne, die Tastenbelegung muss raus. Ja. Katastrophe. Neutral. Raus. So. Ach, dann, weil du Sebastian gesagt hast. Wie können wir das jetzt machen? Das ist, glaube ich, die Kiste vom Lohner. Oder worunter läuft denn der? Ja, ist eine Lohnerkiste. Ich hatte doch aber dieses, wir hatten doch dieses Ding sie drauf, dass man mit N umkonfigurieren kann. Oh shit, ey. Shit. Ohne Modder wäre der LS nicht so erfolgreich. Ohne Modder gäbe es den LS nicht mehr. Das gibt Ärger. Oh, nee. Das gibt Ärger mit dem Chef. Oder hattet der den neulich gerettet? Nee, 5,9 Stunden. Oh, nee, den müssen wir echt neu kaufen. Oh, nein. Nein. Kain, Dankeschön für deinen 5. Monat. Ach, du Kacke. Oh, bitte. Wohin ist er zurückgesetzt? Hab bestimmt keine Berechtigung. Falsches Passwort. Jetzt reicht's. Scheiße. Leck mir am Arsch, ey. Ui, PX, 30 Monate. Dankeschön. Oh, er ist wieder auf D. Oh. Das war knapp. Hä? Fuhr da gerade ein Telelader? Habe ich irgendwas verpasst? Was ist da denn? Erstmal, warum darf nicht in neutral? Und zweitens, Felix, du brauchst Urlaubsmiley mit Freudentränen. Neutral im Multiplayer funktioniert nicht. Cooler Verkehr, ja, aber ich frage mich, hä? Das kann ja nur Adrian gewesen sein. What the fuck, Adrian?
What? So, hier können wir an der Beschleunigungsrampe aber mal auf Vollgas. Ja, es muss Adrian gewesen sein. Ich bin gespannt. Er freut sich bestimmt wie so ein diebisches kleines Kind. So, Schlepper läuft nur 50. Warum läuft er nur 50? Das kann mit der MR-Anpassung von den Dudes natürlich tatsächlich zu tun haben. Normalerweise sollte er schon 55 laufen. Hallo mein Lieber, du schaltest zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang mit dem Joystick immer näher. Ist das ein Mod? Nö. Tastenbelegung. Tastenbelegung vorwärts, rückwärts. Also den Richtungswechsel, den du mit der Leertaste machst, den habe ich mir einfach auf den Joystick aufgelegt. Ist irgendwo eine Baustelle? Ich wüsste es auch gern. Wie komme ich an die Lok vom Game, wenn ich auf dem Daddy-Server spiele? Du hast trotzdem deine eigene Lok, kein. Die liegt trotzdem dort, auch wo der Mod-Ordner liegt. And the real Luke, nee. Automatischen Richtungswechsel ausmachen. Also sprich nicht, du fährst vorwärts. Willst rückwärts fahren, bleibst stehen, drückst Leertaste, fährst rückwärts. Also nicht die Stop-and-Go-Bremsung anmachen. Stop-and-Go-Bremsung aus. What the f... Okay, Adrian, du musst dich erklären. Was ist, was passiert? Das ist natürlich geil. John Wick, moin. Ich denke mal, dass ein Kurve arge Probleme machen wird. Im Weiterverkehr fehlt mir aufschieben. Keine Ahnung. Hallo. Das war auf jeden Fall gerade eine kleine Überraschung, muss ich sagen. Die Musik? Was? Was? Hier läuft doch keine Musik. Was für eine Musik? Und wieso ist denn der Spiegel eingeklappt? Pavels, moinsen. Der Adrian war noch gar nicht hier drin, ne? Also Stop-and-Go-Bremse aus und Richtung Sex auf Joystick, das war's ja. Hier ist kein Spiegel, ja. Ich spiele gar keine LS, aber der Telelader ist... Der geht vorwärts, ja? Ja, ich weiß nicht, Adrian, Digga, ich weiß nicht. Ja, was denkst du? Ich habe gerade... Was denkst du, wie ich gerade geguckt habe? Ich komme aus dem Händler raus und sehe einen Telelader. Ich sag, war das gerade ein Telelader? Lol, Alter. Ah, den Telelader würde ich vielleicht rausnehmen, das ist ein bisschen viel. Aber geil, geile Idee, ey, geile Idee. John Wick, ich nutze den Nvidia-Spielfilter. Das war's. Hier auf der Landersum nur den Nvidia-Spielfilter. Ansonsten habe ich noch den Relight-Mod drauf. Habe ich vergessen, hier drauf zu machen. Ich glaube, wir haben gerade alle so geguckt wie du. Das glaube ich auch. Machen wir einen Test? Nee, ist auch geil. Also, Baumaschinen müssten halt raus. Also zumindest so Radlader, Telelader. Die sind ein bisschen viel unterwegs, aber ist ganz cool sonst. Also ich hätte gerade, kam mir ein Schlepper entgegen mit Anhänger. Das fand ich ziemlich cool. Betonmischer fand ich ziemlich cool. Der Dirk ja wieder neue Endgegner. Yo! Lass Telelader und Radlader drin. Für Dirk sind das natürlich mal geile Endgegner. So, was ich jetzt hier aber nochmal einschalten möchte, sind die Bremsrampen. Das nicht. So, jetzt haben wir die Bremsrampe drin, die ab 17 km/h reinkickt. Und zwar jetzt richtig aktiv. Okay.
Naja, das macht nur Sinn mit einem mit Last hinten dran. Was genau, beziehungsweise wo finde ich denn den Nvidia-Spiel für? Du brauchst eine Nvidia-Grafikkarte, dann installierst du die GeForce Experience und dann kannst du Spielfilter einstellen. Ausrufezeichen Grafik kriegt ihr meine Einstellungen per Bild. Könnt ihr einfach nachmachen. Wundert euch aber nicht. Das Spiel sieht bei dem einen oder anderen mal so aus. Das kommt auch immer auf euren Monitor drauf an. Auf euer Spiel selber, auf eure Ingame-Einstellungen und so weiter und so fort. Ja, viele sagen immer, du hast dann auch einen anderen Shader aktiv und willst das bloß nicht sagen. Nee. Das ist nicht so. Weil ich kann ja auch einfach meinen Shader ausmachen. Und dann seht ihr, so sieht mein Spiel aus. Also mein Spielfilter. Und das ist ganz normale... Hoppala. Das ist halt ganz normale Spielgrafik. Felix, ja? Könntest du bitte mal deine Grafik-Settings im LS selber aktualisieren? Warum aktualisieren? Was soll ich denn da aktualisieren, deiner Meinung nach? Habe ich was anderes? Oh ne, der ist natürlich perfekt platziert. Es kann sein, dass ich immer mal zwischen AMD Fidelity und DLSS hin und her switch, aber ansonsten sind die Einstellungen geblieben, wie sie sind. Was soll ich da aktualisieren? Da gibt's nichts zu aktualisieren. Ja, Strobel, es gibt ein Relight von RLSF. Gibt's auch ein Setting, das ist übelst gut. Gibt's eine Möglichkeit? Nein, gibt's nicht. Was im Dashboard ist, quasi nur eine Buttonbox. Wenn ihr so wollt, wie eine Tastatur. Minimap anzeigen geht nicht. Moin. Moinsen. Camper-Virus, grüß dich. Twitch Prime ist kostenlos. Moin. Chris Berlin, grüß dich. Dankeschön für deine 7 Monate. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So. Doch, die Grafikeinstellung der LS-Einstellung, da hat sich so viel geändert. Ich habe nichts verändert, Jesse. Nichts. Mal meine Tante an und sexy im Amazon Prime und im Sub. Hey, musst du nicht. Alles gut. Also, musst du nicht. Außer deine Tante feiert mich, dann ja. Giants hat alles geändert? Echt? Achso, kann ich ja hier gar nicht reingucken. Dann habe ich selber noch nicht reingeguckt, Jesse. Dann muss ich mal reinschauen. Oh, es wird so warm hier drin. Die Klima läuft zwar, aber es ist so warm. Ah, das Laden ging schnell, aber das Abpumpen. Schlüssels. Moin, moin, Meister. Ich hoffe, dir geht's gut. Hat es bei dir auch so wie geregnet gestern? Grüß dich, Schlüssels. Also, ich hab's gestern einfach verpennt. Meine Freundin und meine Friseurin, also meine Freundin heute Morgen, meine Friseurin in am Friseurstuhl, die haben beide gesagt, boah, das war ein Gewitter. Kein Plan, Mann. Ich hab's einfach verpennt. Der Lenkradknauf quietscht bei mir nicht, wenn Docks, aber dann einfach mal Silikonspray drauf. Auf die, also jetzt nicht auf den Knauf, sondern unten auf die Metallgeschichte da. Alles gut, Strobel. Ja, dann hau sie doch gern mal an, wenn du magst. Wenn nicht, alles gut. Kann man eigentlich, wenn man LS über 3 Screens spielt, was machen? Wenn die äußeren Monitore nicht so verzogen sind? Keine Ahnung, du. Boah, die Pumpleistung von dem Fass. Stimmt, da war ja was. Das müssen wir den Dudes nochmal zurückgeben. Das ist zu heftig. Damit brauche ich zu lang.
Boah, den ist ein Boomer, Gavi hier. Junge. Strobel, danke für deinen Sub, aber das ist kein Prime. Aber, vielen Dank, Mann. Dankeschön. Ganz lieb von dir. Bei uns war 16 Uhr nichts mehr zu sehen draußen, so also hat es geregnet. Krass. Es war übel viel Delitzsch, überdelitzsch. Achso, Delitzsch war unter Wasser, so rum, okay. Wie hast du bei ihm schon dir das E23-Getriebe gesteuert beim LS? Und ganz einfach. Zeige ich dir. Wir müssen ja eh warten, bis das Fass voll ist. Also zum einen kann man das E23-Getriebe im Vollautomatik-Modus fahren. Zum anderen habe ich hier einen Shifter sequenziell, ne? Nach oben ist Plus, nach unten ist Minus. Und dann kann ich hier beispielsweise, wir starten an Gang 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So steuere ich das. Dankeschön, Strohl. Mit welchem Mod kannst du den Motordrehzahl erhöhen bzw. verringern? Realism Add-on Gearbox. Allerdings nur bei manuell geschalteten Getrieben. VCA kann das wohl auch und CVT Add-on kann das auch. Hoffentlich regnet es morgen nicht, will sehen. Ich warte auch noch auf gutes Wetter und entsprechende Termine. Aber ich muss auf jeden Fall mal das mit dem Puma-Käfig etwas leiser machen. Das ist ein bisschen arg laut. Das machen wir mal, bis das Fass endlich mal leer ist. Stream Tools, Overlays, Alerts. Dankeschön fürs Follow. Alerts, Settings. Subscriber Alert und den reduzieren wir mal auf 50%. Gespeichert. So. So. Ah, Junge, du. Du stehst hier halt wirklich 2, 3, 4 Minuten. Ja, aber Cobra gerade dann. Das CVT-Add-on ist ja für Stufenlose. Und was du beim Stufenlosen machen kannst, siehst du ganz unten rechts. Du kannst Beschleunigungsrampen auswählen. Du kannst Bremsrampen... Welcher Knopf war das? Das hier. Bremsrampen auswählen. Und kannst so im Prinzip dein Getriebe steuern. Das bedeutet, wenn du jetzt so eine Last hast, wie so ein volles Fass, dann beschleunigst du nicht auf der höchsten Stufe, sondern gehst du auf Beschleunigungsrampe 2 vielleicht. Dann beschleunigt er langsamer, du schonst aber das Getriebe. Du hast einen niedrigen Fahrbereich, jetzt kann ich in den niedrigen gehen, oder du hast einen hohen Fahrbereich, ne, unten rechts seht ihr das. Also ja, es ist natürlich, gerade wenn du Fan fährst, extrem empfehlenswert. Gerade dafür ist es ja. Vier Minuten Terrine des LS 22, ja. Also hier Feedback an die Dudes zurück. Hälfte der Zeit wäre schon realistisch, das ist schon cool. Also für die Spielmechanik. Das ist halt hier realistische Pumpenzeit. Das dauert zu lang. Na krass, wenn ich im P bin und hier pumpe, geht die Umdrehung hoch. Gehe ich aus dem P raus. Regel da auch nochmal. Okay. Und da sind wir leer. Da muss ich das wohl mal ausprobieren. Mach das auf jeden Fall. Findest du auch in meiner Modliste verlinkt. Das ist einfach nur gut. Oh ne, ich muss niesen. Warte mal. Jetzt ist wieder weg. Verdammt. Weil ich wollte mal ausprobieren, ob ich niesen kann und dabei die Augen offen lassen kann. Ah, jetzt wieder weg. Schade. CVT Add-on.
Wird geklippt? Klippen geht nicht. Aber ich würde selber klippen. Oder rauscutten oder was weiß ich. So, den stehen wir hier auf Seite. Das dauert zu lang. Ausrufzeichen Mods S noch hinten dran. Beweisaufnahme mit der Experience. Eieiei. Kann ich da hinten wenden? Da komme ich nicht rein. Da muss ich den reinschieben. Da nehme ich jetzt zum Beispiel mal Beschleunigungsrampe 1. Da sind wir schön filigran. Hey Chris, Mensch, der Bruder, dankeschön für deinen Raid, Mann. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, 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 dankeschön. Und Hallöchen. Ui, da war ein Blitz draußen, lecko mio. Den habe ich im Augenwinkel gesehen. Ein wunderbarer Moment, um hier reinzukommen. Ah, hier scheint die Sonne. Nee. Hier ist Land unter. Aua. Also in der Nacht, ja, also laut diversen Aussagen gab es bei uns auch ein krasses Gewitter über Nacht. Weiß es nicht, es muss ein stilles Gewitter gewesen sein. Mensch! Gibt es doch nicht heute. So. Hände aus, Mickey Maus. Ja, da vor knapp 5 Wochen eigentlich ein schlimmes Gewitter, sind uns die Dachziegel weggeflogen. Krass. So, was ist das hier? Entweiher, ja, den nehmen wir. Nein, der hat... Den können wir nicht nehmen, der hat... Oh nee, der hat schon Gärreste drin. Jo, Bjarne, Grüße. CD933. Der ist leer. Den nehmen wir. Was haben wir hier? Beschleunigungsrampe 3. Jawohl. Fast leer. Tanken.
Einen wunderschönen guten Abend an alle. Hey, wisst ihr was? Wollt ihr mal was hören? Bjarne hat an seinem Sound gebastelt. Was heißt Bjarne hat an seinem Sound gebastelt? Da war auch ein sehr, sehr findiger Mensch mit am Start, der da richtig Ahnung hat. Wollen wir mal reinlauschen? Ich muss erstmal den neuen ausmachen hier. Was hältst du von der Simson? Ja, ist schick. Ich weiß gar nicht, da müssen wir dann mal Bjarne mal fragen. Fahr mal. Ah, okay, warte. Pain weiß ich leider nicht. Digga, Alter. Woher der TMS nirgendwoher der ist, hat sich Bjarne so zurecht gebastelt. Mal gleich mal reinlauschen, was er hier unter Last so sagt. Das ist auf jeden Fall brutal. Wir sind im Februar. Nicht stören lassen. Ich putz nur kurz die Fahrzeuge, ihr Schweinchen. D. Was? Pain, danke schön für dein halbes Jahr, Mann. Mach Fenster auf für den Sound. Nee, da fällt mir hier alles auseinander. Da muss ich runterregeln. Ah, nee, Digga, das ist, das ist heftig. Ja, Fenster auf kann bisschen weniger. Außenansicht. Thank you.
mega. Beschleunigungsrampe mal reinfetzen. Obwohl, Quatsch, der Dings. Nee, lass mal raus. Obwohl leer können wir vielleicht auch mal in die Beschleunigungsrampe 4 rein. Huch! Habe ich da eine Doppelbelegung? Ich glaube, ich habe eine Doppelbelegung. Ja. Treasure. Geht auch überhaupt gar nicht vorwärts, der 900er, gar nicht. Überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Sitzkamera nicht mehr drauf ist. Naja, jetzt sind wir ja noch leer, Freunde. Mal gucken, wenn er gleich Last hat. Der ist brutal. Also fühlt sich jetzt auch nicht an, als geht er los wie ein Lamborghini, aber du merkst halt. Also wir hauen jetzt gleich mal, was passt denn hier rein? Ich weiß gar nicht, wie viel hier reinpasst. Wir hauen den gleich mal voll. Ich lasse ihn aber auf Beschleunigungsrampe 3. 4 ist ein bisschen zu heavy. Also du merkst schon, der hat Qualm hier. Der hat Qualm, der Kollege. Meine Geschwindigkeit halten. Der brüllt schon zornig, ja. Ja, ja. Missing zifferte Pressure. Hat aber keinen Einfluss aufs Spiel. Ja. Das funktioniert nicht, die Literanzahl. Oh, draußen blitzt es wie Sau. Hast du das CVT-Update von gestern drauf? Nee. Shit. Da muss ich nochmal ran. Ist da doch schon ein Update gekommen?
Wie viel haben wir jetzt geladen? Jo, 26 Kubik. Beschleunigungsrampe 3 und wir haben... definitiv eine Doppelbelegung. Die Literanzeige funktioniert nicht, das Füllvolumen. Ich habe hinten drin jetzt 26 Kubik. Dankeschön, Pitti. Da werde ich gleich mal updaten. Nee, die geht nicht. Siehst du doch. Ich habe drin. 26 Kubik. Geht nicht mehr. Was da los? Ich glaube, nach Umbau ist es manchmal ganz gut, das Ding zurückzusetzen. Oder ein Wendekreis wie ein Schiff. Aber Beschleunigung mit 26 Kubik drin. Beschleunigungsrampe 3. Also nicht volle Lotte. Ah, da tut er auch. Da braucht er die Kraft. Alter. Das macht jetzt auch das CVT-Add-on, ne? Braucht er die Kraft TMS, ne? Hebt dann entsprechend die Umdrehung an, braucht er sie nicht, geht er wieder runter. Das macht das CVT-Add-on. Digga. Wie ist dein Motto? Podcast zwar mal rauf und er gibt Kanonen. Silas, freut mich, wenn ich dir helfen konnte. Beschleunigungsrampe? Ach, die macht keinen Sinn. Es ist, Freunde, ladet euch CVT-Add-on runter. Es ist, wenn ihr Vario fahrt, ne, also wenn ihr stufenlos fahrt, es ist ein anderes Fahren damit. Es ist ein ganz anderes Erlebnis. Ui, 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 ja, gerade so, ne? Singleplayer-Map, Galgenberg. Du kannst jede Map im Singleplayer spielen. Aber ich, also da gibt's wirklich Leute da draußen, die sind viel konformer, was Maps angeht, als ich. Das bockt jetzt natürlich ein wenig anders.
Das ist brutal. Denn hier unser Tablet Command? Ja, gut, Tablet geht. King Potato, Dankeschön für 8 Monate, mein Lieber. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Bis später, Björne. Gibt's einen Mod, wo man die Schneidwerkshöhe einstellen kann? Ich glaube ja. Ich glaube, den gibt's. Anständiges Schraubsystem. Oh, da warten wir alle drauf, ey. Aber da das nicht mehr kommt, gehe ich davon aus, oder da es bis jetzt noch nicht da ist, gehe ich davon aus, entweder Add-on oder nächster Teil direkt. So, den stellen wir jetzt aber mal zurück. Wir wollen ja hier nicht Bjarnes Sprit verballern. Also die Ausfahrt ist definitiv nicht für den 900er hier gemacht. So, da können wir auch wieder die Beschleunigungsrampe 4-mal schnell machen. Der schiebt einfach mal ganz anders an jetzt. Das ist krass. Also ich weiß gar nicht, wie viel PS der jetzt nominell hat, aber jenseits, ganz weit jenseits der 300. Guck mal, wie der schiebt. Hier essen, schau da nochmal vorbei. Lass dir schmecken, Yannick. So, wieder runter, Beschleunigungsrampe 2 oder 3. Muss reichen. 356 PS und 1450 Newtonmeter. Schiebt anders jetzt. Geiles Teil, Bjarne. Sehr, sehr geiles Teil. So, stellen wir hier mal neutral. Und aus die Bude. Licht aus. Sehr, sehr schön. Oh, Wolfi, hallo. Gülle fast dran. Ja. CCI-Terminal. Wir haben hier ist jetzt nichts drin. Aber wir können überladen von dem hier, glaube ich. Also du meinst, der müsste das hier anzeigen? Kann ich aus dem nebenan absaugen? Ja, kann ich. Jetzt geht's. Geht, alles gut, es geht. Meter Swing Max. Wie ist dein Motto? Hat Gas zweimal rum und er gibt Kanone. Ne? Swing Max 24 Meter. Mehr pumpe ich jetzt aber nicht rein, sonst vollfahren auf der Straße. Nix gut. So. 6 Kühe. Ja. Dann fahren wir hier mal noch ein bisschen Gülle hin und her. Fabian, moin.
Nee, also es hat ja gerade funktioniert, Adrian. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich denke eher, das lag daran, nochmal ab und nochmal dran gemacht oder so. Katastrophe. So, das brauchen wir jetzt aber nicht. Ich liebe diesen Blinker-Sound. Der ist so gut. So, Tempomat haben wir 20. Nein, nein, nein. Ich möchte 66. Ja, da hat der Felix Spaß, denn der Fendt ist besser als Kless. Oha. Dann hat der Felix den Fendt geklaut, sein eigen Case im Hofe verstaubt. Ja, was, Digga, also du bist ja wirklich, also... Ja, was haben wir denn jetzt? 18:25 Uhr. Ja, kann ich noch ein paar Fuhren Gülle holen? Und viel mehr Vorbereitung ist es dann nicht. Dann arbeiten wir in die Nacht rein. Ich würde sagen, so lang, bis wir sagen, boah, ist zu dunkel. Das wäre jetzt zumindest mein Vorschlag. Mal gucken, was die Jungs dann sagen. Screwdriver, Dankeschön für 3 Monate, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh ja, das Update. Stimmt, 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 stimmt. Wir fahren schnell zum Hof und dann lade ich das Update. Oh, das muss ich aber schnell machen, bevor die Leute dann hier drauf kommen. Weil wenn Tobi heute da sein sollte, kommt er bestimmt auch bald. Boah, hier ist so warm drinne, Digga. Das gibt's gar nicht. Ey, Klima ist an. Oh, pff. Freunde, ich habe ja am Wochenende hatte ich ja den 728er bewegt. Ich meine, klar, wir waren nicht auf dem Feld, wir waren auf Asphalt und wir hatten kein Anbaugerät. Aber Bruder, also die Kiste hat ja wirklich krass geschoben. Das seht ihr dann auch im Video. Erstmal kommt morgen der alte 313er. War es 313 oder 3, nee, 314er war es, glaube ich. 29, nee, hier sind es glaube ich 26 im Raum. Aber es, man merkt schon, es ist nicht angenehm. Und auf was für eine Geschwindigkeit der 728er kommt, das ist ein bisschen crazy. CVT und Innermodliste, Ausrufezeichen Mods. Unten im Bereich Skripte. Danken. Aber hier ist halt immer noch, also das ist jetzt noch der Vorführer, den ich hier habe. Dirks Kiste ist es glaube ich nicht. Der ist halt immer noch auch saugut, richtig viel Kraft hier. Sehr schnell, also auch perfekt hier für die Landerzoom. Mein Vorführer, den ich heute fahre, ist nicht so schnell. Der ist über 10 km langsamer, aber auch kräftig, denke ich mal. Wir werden es ausprobieren. Dashboard Live ist schon 6.5 S, werde die Fahrzeuge richtig auf. Ja. Naja, es macht einfach mal jetzt die Fahrzeuge, sage ich mal,
du kannst jetzt halt mal richtig verwenden. Also, so wie es sein sollte, sag ich mal, ne? Und da ist das Beispiel als Grundlage von Schnibbelmodding halt schon. Also, ja. Während du das Update updatest, kannst du ja kurz die Erweiterung und Grafikeinstellungen schielen. Nee, das geht ja nicht. Ich muss ja das hochladen und all so weiter und so fort. Aber das stimmt, wenn wir wieder starten, kann ich mal reinschauen. Wie viel man von Vorführer zahlt, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der das weiß. Würde mich auch mal interessieren. Ich glaube nicht, dass du für einen Vorführer viel bezahlst. Aber ich weiß es nicht. Schielen, nicht studieren. Ja. Mach Backups. Naja, das sowieso. Oh. Ist der Stall schon leer? Ja, den haben wir schon leer gepumpt. Kommt der Yogi heute? Ich glaube, heute nicht. Ich glaube, der ist heute nicht am Rechner. Wenn ich ihn so richtig verstanden hatte. Ja, zeige ich dir gleich. So, dann speichere ich mal schnell. Und dann... Ja, muss ich die Cam-Szene nehmen. Sonst seht ihr... Ihr schlingelt Dinge, die ihr nicht sehen solltet. Also wartet mal. Wobei, ein was können wir noch gucken. Modliste. Einmal ganz runter, Skripte, CVT, Add-on, auf Download, auf den Link drücken. So, pass auf, dann hast du hier, warte mal, wo wurde was gehabt? 2 Tage, V3021. Languages, Moddesk-Version, gibt's eine Patch-Note? Bestimmt. Also hier, wo Code ist und dann klickst du drauf und klickst dann auf Download Zip. Dann lädt er das runter. Schau mal bei den Releases. Wo finde ich das denn? Ich habe hier von GitHub rechts in der Mitte. Releases. Two days ago. Add pseudo A automatic hat for new feature auto diffs. Oha. Problem that the calculated to heavy work and write was not working because of an update in FS. Config deactivated again for the time being. FS patch answering required. Please don't use new trailer in multiplayer. Ja. No issue, please don't use it. Okay. Hotfix for the moment that the server crashed. Okay, also, Autodiffs. Da gibt's den fertigen. Ach ja, geil! Leute, hier. Hier, Assets, FS25CVT. Und hier einfach. Hier kann man das direkt runterladen. Cool. Wartet mal, da muss ich mal hier. Also nochmal, man ist hier auf der Seite, geht hier auf Releases, auf der rechten Seite, und bei Releases das neueste Release auf die ZIP runtergeladen, fertig. Wusste ich gar nicht, dass das so geht. Dankeschön für den Hinweis.
Dann werde ich jetzt mal den Server stoppen. Werde einmal das Add-on runterlöschen. Das habe ich schon rausgelöscht, die Neutraltaste. Das ist, ja. Aber es ist known issue, von daher alles schön. Datei auswählen. Lade ich das mal eben auf dem Server hoch. Bitte, bitte, wenn ich Basti schon Moderator bin, sollte ich meinen Job auch nachkommen. Du bist ein guter Moderator. Halt, stopp, 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 nicht Server starten. Safe-Volt-Head on, das muss ich den Kollegen noch mitteilen. Server-Update. Und dann hau ich mal noch die Patch-Note drunter. Immer nice to know. Known issue weg. Haben wir. So, activate. Safe. Start. Dann lassen wir den Server jetzt mal kurz starten. Gewitter. Oh ja, jetzt. Ich wundere mich, weil ich so schwitze. Und ich schwitze immer wie Hölle, wenn es nass ist. Naja. Muss man das noch entpacken? Nein, das muss man nicht mehr entpacken, weil, wie gezeigt, ich zeig's gern nochmal. In groß. Wo muss ich denn da hin? Desktop? Nee. Hä? Och Mensch, Bruder. Meine Desktops wechseln immer. Hä? Ah ne, ich bin schon wieder blöd. Ich bin schon wieder blöd, bin ich nämlich. Du bist hier auf der GitHub-Seite. Auf der rechten Seite hast du Releases. Da drückst du einmal drauf. Und hier bei Releases hast du die verschiedenen Releases. Sehr, sehr schön. Und kannst hier unter Assets das Ganze runterladen. Und das brauchst du auch nicht mehr entpacken. Und ich lade mir das auch nochmal frisch vom Server, sonst mault am Ende der Server wieder rum. Ist ja immer so eine kleine Zicke, unser Server. Nix zu danken, nix zu danken. Von der Landesu mehrere Versionen. Ja. Ein Hotfix gab es irgendwie nochmal und seit letztem Mal auch ein Update vor 2 Tagen, ja. Komm schon, Server, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Oh, na komm schon. Oh, Matching. Matching Server Giants. Giants, bitte, bitte. Bitte fixt das doch. Hält's doch nicht aus. Oh. Flex mir am Arsch, ey. Das sage ich dir. Tom, Dankeschön für 27 Monate. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Die Krise, ey. Schielen. Ach so, die Einstellungen. Jo. Einstellungen. Ja, aber wie gesagt, also ich habe hier nichts verändert. Also ich habe aktuell DLSS aktiv auf Balanced. Kantenklettung, Post, Anti-Aliasing. Das habe ich alles aus. Das sind meine Standardeinstellungen. Texturfilterung.
Ich habe nichts verändert. Und das, was neu dazugekommen ist oder so, habe ich aus. Also es ist alles, wie es ist. Katastrophe. Schau mal, was dazugekommen ist. Nee, ich schau da jetzt nicht nach. Schau du doch einfach in aller Ruhe nach. Ich will jetzt auf dem Server wieder. Es ist nicht böse gemeint, aber das ist mir... Ich never change running system. Was ist denn der Unterschied zwischen der V1 und der anderen? Dass in der anderen Version, also der V1.2, die Höfe komplett anders sind. Die ganze Karte wurde überarbeitet. Was hältst du von der Map? So Kohle kenne ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo kriegt man die alte Landesumme her? Oh, wo war denn das? War das LS Portal oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendjemand wusste das bei mir aus dem Team. Ich weiß es nicht. Moinsen, Waffel. LS Portal, okay. Ist auch offiziell so, also hatte auch Agrario gesagt, ja, gibt's dort. Genau, im Discord auf dem Channel von Agrario, gleicher Name. Achso, galt gar nicht mehr. Weiß jemand zufällig, ob es was in der Richtung gibt, wo andere Schlepper, Drescher etc. über die Map fahren? Der Verkehr halt. Bitte stell die niedrige Bremskraft in VCA auf 100% und deaktiviere gegebenenfalls die Motormodifikation. Dankeschön für den Hinweis. Sir Frogger, einen wunderschönen guten Abend. Im Modhub gibt's die V1.2, nicht die V1. Gibt's auch eine fehlerfreie V1? Nee. Also, niedrige Bremskraft auf 100. Motormodifikation aus. Moin. RPM-Begrenzung. CVT All-Wheel Drive and Diff Automatik. Bruder! Das lege ich mir aufs Knöpfchen. Das ist ja geil. RPM-Begrenzung. Auch geil. Aber ich habe jetzt keinen Indikator. Ach doch, unten rechts, passt auf. Das probieren wir dann auf dem Feld aus, Freunde. Wenn das A an ist, dann Auto, Diffsperren, Auto, Automatik. Automatisch, Allrad, automatisch, Diffsperre. Also das, was halt auch diese modernen Fans entsprechend machen. Mega. Mega, mega, mega. Also was die Leute, gerade hier der Sebastian, imstande sind, dann doch zu erschaffen. Wahnsinn. Man muss bei Steuerung C All-Wheel Drive und Co. ausmachen. Habe ich, glaube ich, gar nicht an hier. Ist alles aus. Beeilung der Vorderachse ist ja auch da. Ja, das ist aber nur, wenn ich manuell Allrad und Diffsperren schalte. So, Beschleunigungsrampe ist noch auf 3. Das passt. Da oben haben wir die Minimap. Okay. Tempomat ist auf 66 noch eingestellt. Es ist wirklich ein brachiales Skript. Ja, besser als. Hast du dein Spiel auf dem aktuellsten Patch? Das Niedrigdrehzahlkonzept hier ist halt schon wirklich krank.
Mal 800, 900 Umdrehungen beim Rausbeschleunigen. Pff. Was macht ihr heute auf der Landesung weiter, Gerres zu fahren? Das aktualisiere ich dann aber noch im Streamtitel. Ja, manuell, wenn die Displays verschwimmen, ist dein Grafikspeicher am Limit. Sagen wir, du hast 4 GB, dann, wenn die 4 GB voll werden, fängt an, das Spiel automatisch Texturen zurückzustellen. Wartet mal ein, was muss ich eben prüfen? Dachte ich mir. Ja, aber trotzdem, auf Beschleunigungsrampe 3 und 26 Kubik brauchen wir ein bisschen Anlauf, ne? Wie kann ich das ändern? Gar nicht. Also die Grafikeinstellung runterschrauben. Das heißt zum einen, die Sichtweiten, Textursichtweite, also ein Kram würde ich runternehmen. Anti-Aliasing runter. Anti-Aliasing frisst ganz, ganz viel. Anti-Aliasing runternehmen. Das sind so die zwei Hauptfresser. Sichtweiten und Anti-Aliasing. Das runternehmen, dann sollte das nicht mehr passieren. Und dann musst du austesten, wie weit du gehen kannst. Ja, nichts zu danken, alles gut. Wahnsinn, wie viel wendiger dieses Teil ist im Vergleich zum alten. Aber ich, also wie gesagt, ich saß ja jetzt in dem Fan One drin. Ist schon krass hochwertig. Ist schon wirklich krass hochwertig. Sieht man die Beschleunigungsrampe am Monitor noch nicht? Da ist Globins Modschmiede, aka Martin, aber dran. Und dann wäre es so, dass du die Beschleunigungsrampe über Dashboard Live dort integrieren kannst. Das heißt, hier zwischen diesen Pfeilen wären wir jetzt bei Beschleunigungsrampe 1, 2, 3 und 4. Das wirst du dann dort sehen können oder dort einbauen können. Kommt im nächsten Update von Dashboard Live mit dazu. Das Problem, was wir halt aktuell haben bei Fend One hat ja die Option Dark Mode. Und mit Dashboard Live funktioniert das nicht, weil Dashboard Live legst du ja die Farben und Helligkeit und was weiß ich nicht was von den Symbolen fest. Und wenn du Dashboard Live im Dark Mode machst, müsstest du ein zweites Dashboard Live anlegen. Und das würde zu viel Ressourcen kosten. Also muss man sich entscheiden. Beziehungsweise ist das auch der Grund, warum Schnibbel das nicht übernimmt. Auch zu Recht, ne? Ist alles sein gutes Recht. Weil die halt sagen, der Dark Mode ist für uns halt wichtig. Ich verstehe das auch. Mir persönlich ist der Dark Mode egal, wenn ich dafür DBL habe. Aber das sieht eben auch jeder anders. Und das ist okay so. So, Einfahrt in die BGA. Wenn wir 26 Kubik Gülle rausgezogen haben, müsste auch drüben. Was haben wir da noch drin? Noch 2-3 Fahrten vielleicht? Hier hat es geregnet. Beziehungsweise regnet noch. Hier noch 650 Umdrehungen.
Mal im Vergleich zum Case, der übel hochgezogen hat. Crazy hier bei dem Fan. Oh, voll oder was? Oh nee, mach keinen Scheiß. Ich hab jetzt hier noch Gülle drinne. Oh nee, 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 das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wo war das jetzt? Achso, nee, ich muss einfach nur weiter pumpen. Hä? Ja, mach weiter, Bruder, was ist das Problem? Martin, da bin ich mal kurz hier und höre direkt das Dark Mode-Thema. Ja, das habe ich aber aufgemacht. Alles gut. Was haben wir denn für eine Rampe? Rampe 3. Das Ding ist, eigentlich müsste ich den Server laufen lassen, damit mehr Gärreste nachkommen. Naja. Das Problem mit den Farben kannte ich noch nicht. Da habe ich aber eine Idee, wie man Dark Mode zukünftig unterstützen könnte. Also wie gesagt, das war von Schnippel so das Feedback und ich denke, das können wir noch öffentlich sagen, warum nicht. Dark Mode ist uns wichtig. Ansonsten hätten sie den ganzen Kram hier schon übernommen, weil... Die Dashboards von Mojo sind einfach geistesgestört. Das kann man gar nicht anders sagen. Wie er gleich abgeht, ne? Wenn er die 26 Kubik nicht drin hat. Herrlich. CRX, ich nenne dich einfach Spy. Grüß dich, Spy. Ach, da ist er ja. Der Mr. Mojo. Servus an die Kubikfabrik. Obi, grüß dich. Moin. Frantic Jay, Grüße. Dankeschön für die Follows, Freunde. Man kann ja selbst einfach Dark Displays draus machen. Ich denke, dass das eher im... Nee, ich denke, dass das eher... noch im DBL geregelt werden muss. Also was du jetzt machen könntest, ist ja, du könntest hier einen Only Dark Mode machen. Aber dann hast du diesen Modus hier nicht. Und ich persönlich finde diesen Modus, also schicker. Dark Mode ist geil, ne? Ich mag Dark Mode auch, aber ich finde hier die Displays im hellen Modus einfach schön. Alles gut, Martin, alles gut. Boah, verzögert er krass. Sebastian, bist du noch da? Weil ich musste ja nun die Bremswirkung im VCA auf 100% setzen. Jetzt verzögert er halt auch ganz schön ordentlich. Und jetzt die Frage, kann man das dennoch irgendwie über... Ah, da bist du. CVT, ne? Also die Empfehlung 100% Motorbremswirkung. Die zieht schon ganz schön heftig rein, natürlich, ne? Kann ich hier abändern? Gabsi mache ich noch. Ist geplant. Ich meine, letzten Endes ganz geil, weil... Es ist ja im Reellen auch so, wie ich jetzt gelernt habe, beim 728er. Du gehst vom Gas, der verzögert schon ordentlich.
Ne, der verzögert von Haus aus schon sehr ordentlich. Vielleicht muss es halt auch so sein. Er ist halt im ersten Moment erstmal ungewohnt. Relax, dann der Fehler liegt bei dir. Bei mir klappt es ja wunderbar, wie du gesehen hast. Da guck nochmal genau hin. Wichtig ist, das geht natürlich nur bei stufenlosen Getrieben, ne? Ist klar. Aber verdammt, ich liebe dieses Add-on. Dieses CVD-Add-on. Ich hätte meinen heutigen Vorführer eigentlich lieber als Lastschalter genommen. Aber jetzt gibt's dieses Add-on. Das Video zum 728er Sonntag. Sonntag, da bin ich ganz offen und ehrlich. Sonntag ist mein stärkster Videotag in der Analytik. Also setze ich solche kleinen Highlights immer auf den stärksten Tag. Ich glaube, das würde jeder so machen. Aber wie schon gesagt, aufgrund des schlechten Wetters konnten wir leider nicht aufs Feld. Sind also auf einer abgesperrten Strecke unterwegs gewesen. Aber trotzdem, so für den Erstkontakt, desto schneller und schwerer du bist, wirkt sie... Ach, krass. Twitch Prime ist kostenlos. Ich bin 3 zu... Ja, Sebastian. Ich bin 3.13er gefahren. 3.14er gefahren, aber auch 7.28er, Gen 7. Und das war beim Verzögern, wenn du da vom Gas gegangen bist, auch schon krass. Lennart, danke schön für dein Prime. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Je nach welche Acceleration Ramp eingestellt... Ach, Quatsch! Und je nachdem, welche Rampe eingestellt ist, hast du halt auch eine krassere Verzögerung. Also, wenn ich jetzt die Rampe 4 einstellen würde, hätte der nicht mehr so eine starke Wirkung. Ach so, 4 ist höher. Okay. Gehen wir mal Rampe 1. Naja, verzögert schon krass. Also ich finde es schon ganz gut. Man muss sich halt umgewöhnen. Das ist so der einzige Punkt. Man muss sich einfach umgewöhnen. Ich spiele S22 auf der Konsole und mir ist gestern aufgefallen, dass man schon hier 6x20 und virtuelle Farben die Beleuchtung der Scheiben. Was? Die Belegung der Scheiben immer schwierig ist. Okay. Christian, moin. Oder sind eben noch Anpassungen im Multiplayer notwendig? Das denke ich schon. Das denke ich schon. Hä? Ach so, doof, doof, doof. War er leer? Also ich bin sehr gespannt, Sebastian. Ich probiere heute das neue Feature Auto-Diff, Auto-Allrad auf jeden Fall aus. Das wird, glaube ich, ganz cool. Also ich kann dazu natürlich noch nichts sagen. Was wir wieder runtergeschmissen haben, ist das AdBlue Add-on, weil es auch Errors geworfen hat, leider. Schade drum, aber naja, nützt ja nichts, ne?
ist kostenlos. Frantic, Dankeschön für ein halbes Jahr. Vielen lieben Dank. Wer schaut heute Abend zu, wie die Bayern aus dem Pokal fliegen? Gegen wen spielen die? Ich hoffe doch, niemand, der hier ist, guckt dazu. Niemand! Niemand! Ja, bleibt alles so, wie es ist! Von dem Edmund Deathpack gibt es ein Update von dem Modder. Nicht GitHub, das hieß anders. Hatte ich das? Ich hatte das aber über einen Mod, hab geladen. Und es hat letzte Woche Probleme gemacht. Entspannt bleiben, seit 11 Uhr noch nicht mehr. Gut, dann ist gut. Oh, nicht doch, Palim! Nicht doch! Das kostet. Jetzt ist der Manuel drauf aufmerksam geworden. Die Bayern spielen erst im September. Ja moin! Pokal! Die Verzögerung, Sebastian, hier unter Last mit 26 Kubik, das ist schon cool. Aber ich glaube, ich kann halt jetzt die Geschwindigkeitsrampe 1 nicht ausprobieren, weil dann bin ich erst irgendwann in einer halben Stunde auf Geschwindigkeit. Ich glaube, das ändert nicht viel. Der Modab ist die V1 und es gibt eine V1.01 GitLab Wars. Ah! Ah, zu spät für heute. Aber danke für den Hinweis. Das würde ich nämlich dann tatsächlich nochmal ausprobieren wollen zum nächsten Mal. Das ist zum Donnerstag hin dann. Also laut TV-Spielfilm nicht. Ja, vielleicht ist es ja der Pokal von 1986. Wer weiß das schon? Palim, das nenne ich die pure Manipulation. Die pure Manipulation meiner Zuschauer. Ich bin schockiert und enttäuscht zugleich. Das Gewicht sollte mehr schieben, macht's auch. Vanilla ist auf jeder Trailer mit einer zusätzlichen Brake Force, als hätte er auch einen Motor. Ja, das Gewicht schiebt auch. Du merkst halt auch, wie der Fendt jetzt dagegen wirkt. Also, wie das Getriebe gegen. Ich gehe jetzt mal raus. Also, was ich merke, ist, dass die Maschinen stärker verzögern. Ich muss dazu aber auch sagen, dass ich die Bremswirkung im VC auf 0 hatte. Von daher wahrscheinlich eh unrealistisch, weißt du? Aber ich sag's den Kollegen dann auch nochmal. Weil es fahren ja heute eigentlich alle stufenlos. Dankeschön fürs Foto. Und jetzt geht da die Umdrehung hoch und du merkst die Motorbremswirkung und so. Ja, das passt schon, das ist schon cool. Also ich brauche halt nicht mal bremsen, also schon dann irgendwann mal, aber... Ja, wenn dann noch die Bremsrampe reinkickt, ist natürlich ganz krass, ne? Das könnte ich ja jetzt nochmal ausprobieren mit dem Lader. Zeigt heute weder ARD noch ZDF, also keine Gefahr. Ha! No Sky.
So, machen wir mal kurz. Probieren wir mal ganz kurz den Radlader aus. Mit Bremsrampe und Beschleunigungsrampe auf 4. Bremsrampe auf 2. Würde ich die, glaube ich, mal machen. Was komisch ist, ist neuerdings, dass der Startsound im Multiplayer nicht mehr hinhaut. Es ist gleich idle da. Kein Startsound mehr. Ach so, ich kann das hier gar nicht testen, weil ich habe hier ein Lastschaltgetriebe, lol. Na gut, wenn wir einmal hier drin sind. Rassilage, ja. Hier geht ein bisschen was rein. Also Sky habe ich persönlich mit einem Kumpel zusammen, eigentlich nur wegen Formel 1. Ich gucke da so gern Formel 1. DTM? Nee. Nur wegen Bundesliga und Let's Dance. Okay. Na was denn jetzt? Läuft da jetzt nun Fußball hier oder nicht oder was? Also jetzt ja, ist ja wild hier. Das wäre mal interessant, Sebastian. Heute ist kein Pokal, weil er im WE Supercup war. Und hu. Hu, Feli. Ja, Palim, was? Auf welchem. Was? Was? Digga. Alles wild. Steinigt mich ruhig. Wie auf den Tag geschaut, aber nicht aufs Datum? Gibt's nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist natürlich lost. Das ist natürlich lost. Katastrophe. Na. Aber richtig. Oh, 1 Milliarde Nachrichten wird auf dem Handy. Ich hasse das, wenn es Abend wird. Da werden die alle wach. Guck mal, nicht wie ein vernünftiger Mensch den ganzen Tag irgendwie in den Messengern abgammeln. Nein, abends. Immer diese arbeitende Bevölkerung. Schlimm. Hier ist heute alles ruhig. Feiertag sei Dank. Pff. Feiertag. Oh, diese Luftfeuchtigkeit hier drin. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken. Die Klima zieht ja die Luftfeuchte raus, so feucht wie das hier ist. Oder Angst, dass hier der Eimer über... Oh, der Eimer ist schon wieder übelst voll. Scheiße. Das muss ich ja noch wegbringen. Ich glaube, ich gehe dann, bevor wir hier loslegen, auf einfach mal pinkeln und bringe gleich noch den Eimer mit weg. Ich habe das so einen Mülleimer, der die entzogene Luftfeuchtigkeit auffängt. Oh, Calimero. Oh, Calimero. Die Glocken gehen heute nicht. Sorry. Geht nicht.
Geht heute nicht, tut mir leid. Naja, ja. Zugleich im Katheter reinlaufen lassen. Naja, ist ja quasi so. Ich habe einen Schlauch von der Klimaanlage zu dem Eimer. Ist das ja ein Katheter. Aber was hier mit den Silos schon wieder los ist, ich musste die Plane halt schon wieder aufdecken, ne? Also, irgendwie... Und Palim, wie steht's? Oh, Digga, was ist denn jetzt auf dem Handy los? Ich fass es nicht. Wisst ihr, was ich versuchen könnte? Wenn Monte Donnerstag auf der Gamescom ist und ich auch da bin und er vielleicht im, keine Ahnung was Bereich ist und livestreamt, vielleicht kann ich mal durchs Bild laufen und, keine Ahnung, eine Karte von mir hochhalten oder so ein Scheiß. Das wäre doch genial. Obwohl, nee, das mache ich lieber nicht. Nee, das mache ich nicht, dann habe ich die Community am Ende vom, nee. Machen wir nicht. Boah, gar keinen Bock, ey, wirklich. Also ich mag Monte, wirklich, ich mag den. Ich mag den wirklich, aber hätte er sich nicht einen anderen Tag aussuchen können? Echt, das ist krass stressig. Ich streame nicht von der Gamescom, auf gar keinen Fall. Nee. Ich dachte, er darf nicht mehr hin. Doch, aber nur unter Auflagen. Ich denke mal, eine Auflage davon ist nicht am Wochenende. Und die andere Auflage sind dann sicherlich abgesperrte Wege und Gänge. Ich reiß ab, Alter. Also wirklich. Wirst du vloggen? Ne. Also ja. Kamera habe ich mit. Aber eben auch nur den Kram, der mich interessiert, ne? Also ich habe ja einen Termin, den werde ich auf jeden Fall filmen. Und ja, dann habe ich noch einen anderen Termin, da möchte ich eigentlich auch filmen, aber in der Realität ist es meist anders als hier in der Planung, also keine Ahnung, schauen wir mal. Hey, wo ist mein Gespann hin? Na, ich habe diese ganzen gemieteten Kisten weggeschossen. Weil wir genug Schlepper haben. Und ich das richtig sinnlos finde, wenn wir 5000 gemietete Schlepper haben, die alle nur rumstehen. Also sollte dann nochmal ein Mangel sein, gern nochmal. Aber auf Miete im Lohner, weiß nicht. Stopp, hier muss das nicht rein. Also es stehen hier noch Gespanne rum, je nachdem wer heute da ist. Machen wir halt einen von uns vom Betrieb noch. Da steht, glaube ich... Ich weiß es nicht. Müssen wir dann gucken. Das Vorsteher jetzt hier wäre interessant für die Landesung. Haben wir drauf. Vor allem schafft man nie alles, was man sich vornimmt. Doch, die Termine will ich schaffen. Definitiv. Muss, deshalb bin ich dort. Guess who's back? Was? Wo warst du denn? Ach so, abseits der Termine, da habe ich mir gar nichts vorgenommen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe einen Kumpel mit, ne, der hat mit Agrable gar nichts zu tun. Aber den habe ich mit. Ja, und dann schauen wir mal. Wir werden bestimmt mal drüber wackeln. Eigentlich hatten wir noch vor, aber das schaffe ich terminlich nicht, ins Space Museum noch. Mal bei JP vorbei und solche Geschichten. Vielleicht fahren wir das nach der Gamescom einfach ab abends und schauen uns wenigstens mal die heiligen Quadratmeter von außen an. Es gibt keinen Mod, dass der Trecker wackelt. Du kannst keinen Mod in den Mod-Ordner ziehen und auf einmal sind alle Physiken der Fahrzeuge bestens angepasst.
Die Fahrzeuge selber haben diese Physik in sich. Big Boost Burger, ja, aber das schaffe ich nicht. Also Pace übelst gern, Big Boost Burger übelst gern, aber ich habe halt 16 Uhr einen Termin auf der Gamescom. Der geht 2 Stunden, dann ist 18 Uhr, dann dies, das, hin, her und dann musst du noch bis nach Dortmund. Schaffe ich nicht. Schaffe ich leider nicht. Pace kann man empfehlen, auf 100%ig kann man das, definitiv. Aber diesmal schaffe ich es nicht. Leider, leider, leider. Mit dem richtigen Auto bist du früh genug dort. Nee, darum, nee, das ist, nee. Also ich fahre ja hier schon zwischen 5 und 6 Uhr los. Man könnte maximal vorher noch drauf, aber ehrlich gesagt will ich auch auf die Messe. Deshalb fahre ich dorthin. Ich fahre nicht dorthin, um irgendwie ein paar Stunden geil da mir Sehenswürdigkeiten anzugucken. Müssen wir gucken, wie wir zeitlich liegen. Und dann Donnerstags in der Rush-Hour, sag mal Köln-Dortmund, dreiviertel Stunde, 50 Minuten vielleicht. Das schaffst du einfach, ich schaff's nicht. Kannst du mich als Bodyguard mitnehmen, wohne in Hannover. Gronkh ist auch auf der Gamescom da. Ja klar, ist ja, also vielleicht sehe ich ja auch hinter den Kulissen mal ein paar Leute. Ich habe ja den Zugang zum Creator-Bereich. Das wurde ja seitens der Messe Köln gelockert, dass recht viele Leute auch Creator-Tickets bekommen haben. Mal schauen, ob man da jemanden trifft. Wenn, dann wäre ich sowieso zu schüchtern, die Person anzusprechen. Hä? Oh, habe ich hier noch Dings offen? Oh, mein Rücken. Mein Rücken macht mich kaputt. Oh, aua, aua, aua. So. Köln-Dortmund ist schon echt anstrengend auf Verkehrsseite. Ja, definitiv. Also das kannst du knicken. Und dann will ich mal gucken, vielleicht ist ja nach dem Termin auch Leute, die sagen, ha, wir gehen hier und da noch essen oder was weiß ich nicht was. Und mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Wird auf jeden Fall ein ultra heftig krass stressiger Tag. Deshalb bin ich sehr froh, dass ein Kumpel von mir mitkommt, der dann auch zurückfahren kann, weil ich werde einfach nur im Eimer sein. Weil das sind 12 Stunden, die wir auf der Autobahn verbringen, plus eben die Zeit dort. Lol. Wenn ich mir das so anhöre, während ich es ausspreche. Naja, gut. Für die Strecke 1,5 bis 2 Stunden. Ach, scheiße. Also wir fahren ja dann von Köln aus zurück. Wir können mal gucken, wie dann die Streckenführung ist. Jetzt, wo ich in Essen war, ging das halt durch Dortmund durch. Ich weiß nicht, ob Köln noch irgendwie außenrum ist oder so. Ich habe keinen Plan. Ich fahre an dem Tag direkt wieder zurück, ja. Also die Hotelpreise gebe ich mir nicht. Arschlecken. 12 Stunden Autobahn. Na, von Leipzig nach Köln hast du schon mal 5 Stunden plus Pause. Also 5 Stunden X. Also aufgerundet gute 12 Stunden. Hin und zurück. Warte mal, hier sind wir gut gefüllt. Wirst du eigentlich einen anderen Singleplayer-Spielstand anfangen? Ne, aktuell nicht. Ich schaff's ja nicht mal mehr, den einen Singleplayer-Spielstand zu füllen, weil immer wieder so Sachen nachkommen, die fürs Let's Test halt geil sind, ne? Fährt man nicht über die 44? Ja. Aber von Köln aus, ich weiß es nicht, ob die 44 über Köln, Essen oder Köln-Kassel und dann, also ob das auch durch Dortmund dann durchgeht. Also wenn Köln auch die 44 ist, dann komme ich definitiv durch Dortmund durch. Also würde ich mindestens 6 Stunden rechnen. Aber naja, Manuel, habe ich ja gesagt, 12 Stunden auf der Autobahn, also 6 Stunden pro Richtung. Das Gute ist, wenn wir früh losfahren, Tempomat 180, und dann bist du relativ schnell durch, denke ich mal. Und Abend ist es mir eigentlich egal, ob ich dann hier nachts um 2 oder um 3 wieder zurück bin. Das ist mir wurscht. Das heißt, nächsten Donnerstag kein Livestream. Logisch. Du kannst
44 kurz vor Dortmund und dann auf die A1, wie gerade geschrieben haben. Ja, also ich würde dann entsprechend auf der Rückfahrt sicherlich, tippe ich das einfach als Ziel ins Navi mit ein. Und dann werde ich da lang ballern. Das heißt, irgendwann Donnerstagabend werden wir da irgendwo davor stehen. Uns bei Meckes irgendeinen Scheiß reinziehen, weil Big Boost Burger schon zu hat. Und uns von außen die Sachen angucken. Wenn ihr dann zufällig auch in der Gegend seid. Ich denke mal, für meinen Kumpel wird das ein richtiger Kulturschock werden. Er kennt die ganze Welt halt so nicht, ne? Also er weiß, was ich mache. Das wissen auch nicht alle, by the way. Ich denke, für ihn wird das ein krasser Kulturschock sein. Es hat eine völlig andere Welt. Luis, guten Abend. Hey, habt ihr eigentlich mal, guckt ihr oder wird euch angezeigt? Wartet. Ja, also ich tippe das sowieso in die Navi-Geschichte ein und habe immer schnellste Route drinne. Also schickt mich die Tante dann immer da lang, wo es am schnellsten ist. Wenn ich mache ja manchmal Community-Beiträge, ne? Und neuerdings habe ich herausgefunden, wie ich GIFs machen kann. Schaut ihr auch in Community-Beiträge rein? Wird euch das angezeigt? So? Aber ich finde das eigentlich ganz geil und ich hatte das Gefühl, mit den GIFs waren die Zugriffszahlen auch entsprechend höher bei diesen Community-Beiträgen. Chance hat wohl heute auch Feiertag. Ja, klar. Und es geht wieder nicht auf. Ich könnte so kotzen. Es ist zum Kotzen. Nee, YouTube manuell. Sowohl Uncut als auch normaler Hauptchannel. Kann man Interactive Control auch mit Hover? Nein. Wieso geht das Sido jetzt schon wieder nicht auf? Achso. Giants Bug war das, ne? Oder wie war das? Mal höher reinpieksen? Ne. Ist mir noch nie angezeigt worden. Hm. Den Radlader gibt's auf ModHub, ja. JCB von RedKit. Das Schaltgetriebe, geiles Teil. Fahren wir schon seit Anbeginn. Der hat jetzt drauf 16 Stunden. Freitag und Samstag kann man bei Big Boost Burger bis 22:50. Das bringt mir nichts, Palim. Ich bin Donnerstag dort. Donnerstag. Dass ich endlich das bei dir über Insta mitbekomme. Das ist ja auch gut so, Manuel. Also ich versuche ja alle möglichen Kanäle irgendwie sinnvoll zu beschicken. Darf man dir Fotos machen, wenn man sich mal auf der Straße sieht? Also wenn du mich vorher fragst, bitte. Aber ansonsten, na klar. Kein Ding. Hatte mich jetzt im Urlaub nicht gefragt, derjenige, aber hatte mich auch im Urlaub jemand getroffen, mit dem ich kurz gequatscht und so. Alles cool, also klar. Einfach, wenn man mich sieht, hier, moin, Grüße, also, es sei denn, es wäre hier in Leipzig, bin mit der Familie unterwegs oder so. Selbst da kann man mich anquatschen, aber dann halt vielleicht nicht irgendwie Fotos oder so ein Kram machen, weil meine Familie halt schon natürlich raus. Aber ansonsten noch, wenn ihr mich auf der Messe seht, wenn ihr da sein solltet oder irgendwo, natürlich, klar, warum denn nicht. So, kriege ich nicht mehr weiter auf. Scheißdreck müssen wir über Safe Game machen. Ist jetzt aber für heute auch nicht wirklich wichtig. Ich werde jetzt gleich auf die Toilette gehen. Na, nee, das passiert natürlich jetzt auch nicht, aber... Also gerade wenn man auf einer Messe ist und Leute wissen, dass man da ist, gerade auf der FarmCon, da machst du schon häufiger mal Bilder. Auf der Gamescom rechne ich jetzt nicht damit. Und schon gar nicht irgendwo auf der Straße. Also das, nee. Darüber bin ich mir bewusst. Dass ich A, in einer Nische bin und viel zu klein. So sollte das jetzt nicht rüberkommen. Mein Wunschfoto ist Foto mit Monte, was über mein Bett kommt. What the fuck? Auch das wird, glaube ich, nicht passieren. Nein, Leute, nein, so sollte das jetzt nicht rüberkommen.
Also in meiner Stadt und so wurde ich noch nie entdeckt. Das wird auch, das passiert auch nie. Es ist immer nur auf irgendwelchen Sachen mit LS zu tun haben, logischerweise. Da kennt ihn der ein oder andere und quatscht einen an. Ihr könnt mich also, egal wie, ihr könnt mich immer anquatschen. Also so klein bist du nicht. Und in Sachen Realismus einer der bekanntesten. Ja, okay, ja. Aber ich meine klein im Sinne von kleiner Content Creator in dieser ganzen Welt. Meine LS-Community wird größer und größer und größer. Aber es ist jetzt nicht zu vergleichen mit, was weiß ich nicht was, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt muss ich wieder ein Thumbnail von... Oh, da haben wir ein Error. Ach so, das ist nur Smoke. Wieder ein Thumbnail von hier machen. Das ist beinahe schon ein bisschen blöd, weil eins der letzten Thumbnails war eigentlich genau auch so. Shit, was können wir da machen? Haben wir hier Tag vor Licht? Nein. Wieso eigentlich nicht? Hatte der das nicht? Oh, mein Rücken. Aua, aua, aua. Fly Mode von oben. Nee, fühle ich nicht. Das könnte funktionieren. Ein Stück zurück und Nase über die Silo, an der Silomauer vorbei. Maybe. Habe ich schon gehört, dass Ansgar Trecker Tour 2 macht. Natürlich, natürlich. Dann schauen wir mal. Eins davon werden wir sicherlich verwenden. So, der kommt jetzt hier zurück in die Reihe. Welcher war das hier? STD933. Ich glaube, das ist Dirks Kiste. Ich glaube, das ist Dirks Kiste. NJ, dann hier steht definitiv noch einer. NJ, wenn du noch da bist, das weiß ich natürlich nicht. Aber hier steht definitiv noch ein weiterer 900er. Mit Fend One hier, mit Dashboard Live und allem Kram. Den kannst du dir dann unter den Hintern schnallen. Mit Gerrisse befürchte ich den jetzt nicht. Das machen die Jungs dann später. Ich finde diese Tour tatsächlich nicht so toll. Ich hätte vor der ersten tatsächlich irgendwie mehr erwartet. Also zumindest für das, was gehypt war. Der Hype entsteht ja halt tatsächlich schon selber so, ne? Also Ansgar macht natürlich Werbung dafür. Ich meine, es sind ja auch immense Kosten, die da reinwandern. Aber der Hype entsteht ja nicht durch Ansgar selber, sondern dann durch den Rest, der so gemacht wird. Und ich weiß nicht, was hättest du dir denn erwartet? Also jetzt mal ganz wertungsfrei, das ist ja mal interessant. So als Feedback. Also jetzt ist ja nicht, ihr könnt ja sagen, finde ich nicht gut. Weil dies, das und jenes, das ist, ich finde das völlig legitim. So, hier haben wir nämlich STFV90, den kannst du da fahren, NJ. Der hier ist Adrian, dann haben wir dort für einen Alten. Der steht richtig bescheiden. Frag mich, welcher Idiot den da abgestellt hat. Ah, ich habe auch schon wieder das Gefühl, dass sich hier irgendeine Art Silo-Bug eingeschlichen hat. Weil dass die Silos ständig wieder zu sind, das ist mal nicht Standard so. Ich weiß es nicht. Ich meine, seine Stops waren schon immer interessant, aber irgendwie hat das so gewisse etwas gefehlt. Weiß auch nicht, weil man von ihm hohe Erwartungen hat. Ich denke, das ist so Fluch und Segen zugleich bei Ansgar. Weil seine Produktionen sind schon krass. Und so erwartet man natürlich automatisch, ganz normal,
dass jede Produktion von ihm einfach ein übelster Kracher ist. Ich meine, es liegt natürlich auch immer im Geschmack selber, das ist auch klar. Aber ja, das könnte ein Punkt sein. Wie groß bist du eigentlich? 1,66, 1,67? Ich bin klein. Ich bin ein kleiner Mann. Kleiner Mann, was nun? Was sollen wir nun tun? Das möchte ich im Real Life auch nochmal ausprobieren. Rangieren mit Dolly oder mit ja, Drehschemel halt, ne? Weil das mit den Ballen habe ich jetzt ausprobiert. Das funktioniert im Real Life gut. Das hier habe ich noch nicht ausprobiert. Und hier wird ja ebenfalls gesagt, ist im Realen bedeutend einfacher. Also, einfacher. Was würdest du mir empfehlen? Tracky Air mit Kappe oder am Kopfhörer? Hol dir meine Empfehlung. Hol dir die günstigste Variante von Tracky Air. Diesen Empfänger am Bildschirm hast du sowieso immer dabei. Und dann bestell dir noch diesen kabellosen, der nicht von Natural Point ist, auf Amazon mit dazu, den ich jetzt hier mit dran habe. Geilste Kombo. Wollte gerade sagen, nimm erstmal einen kleinen 8. Ja, ich habe ja nicht von dem Großen gesprochen. Ich meine jetzt nicht so ein Ding hier. Nein, um Gottes Willen. Im Real Life würde mir halt irgendwas Kleines natürlich reichen. Um Gottes Willen. Mal gucken. Also normalerweise sollte ich dieses Jahr noch ein paar Möglichkeiten haben. Freunde. Ich muss mal eben schnell auf die Toilette. Ich bin sofort wieder da. Also das ist krank, wie viel Flüssigkeit da durchgeht. Was wir für eine übelste Luftfeuchte hier haben. Ey, geht hier gar kein Chat oder wie? Oder verschwindet er wieder? Gamerjan, moin. Wie ist dein Motto? Hat Gast zweimal Rom und er gibt Kanone. Eigentlich sollte es in dieser Szene auch einen Chat geben. Gibt's aber gar nicht, wie ich gerade sehe. Aha. Das ist ja blöd. Ja, gut. Nee, Chat ist nicht schüchtern, aber, also, ja, aber, nee, komisch, im Test wurde das eigentlich angezeigt. 1935 haben wir. Nein, warte mal noch, bis ein bisschen voller wird. Wir checken jetzt nochmal durch. Du bist nicht klein, sondern aufs Beste reduziert, genau. Also, der Alte von den Dudes, NJ, Dirk, Adrian. Tobi, Frei, meine Wenigkeit, Bjarne. Mal gucken, wer heute alles kommt. Da müssen wir halt noch ein, zwei Sachen dazu holen. Moin, was meinst du vorhin, was man für zwei Sachen ausschalten kann und sollte? VCA-technisch, ich kann das hier für Bjarne schon mal machen.
niedrige Bremskraft auf 100 hoch. Motormodifikation aus. Wenn man das CVT-Add-on spielt. Oh, ah. Ich dachte, wir hätten ein Reh mit einbetoniert. Okay, Anlage ist beschickt. Anlage ist beschickt. Dann können wir mal Folgendes noch machen. Ach ja, ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Halt, stopp. Das machen wir nicht hier. Das machen wir hier drüben. Drüben nimmen. Tobi ist heute nicht da. Das ist okay. Wir müssen nämlich mal in unsere Liste gucken. Düngen. Hier fehlt mir nämlich absolut die Ordnung. Ja, mir fehlt hier absolut die Ordnung. Das heißt, hier muss ich mal gehen in die Büro-Dingsi. Ui, wieso ist denn das Spiel da so klein? Was da denn los? So, besser. Bei mir war es heute den ganzen Tag so heiß und jetzt regnet es. Genau das gleiche hier. Ich habe eine Frage. Immer wenn ich eine Map noch mal starten möchte, bleibt sie bei 95% stehen. Einfach in deine Log schauen, dann hast du sicherlich Errors. So, wir gucken uns im Spiel die Bedeckungskarte an. Stickstofftechnisch. Wir waren jetzt unterwegs auf 95 und 96. Sind erledigt. Ich muss mir das jetzt mal mit grün hier irgendwie markieren. Dann haben wir die 213. Mit 60. Die ist aber noch nicht gemacht und die 216 auch nicht. Dafür aber die 111. Habe ich gemacht, geht dann trotzdem nicht. Kann nicht sein. Wie viel, also Support bitte dann im Support-Bereich. Das, ich kann nicht in deine Log hier schauen. Mit 40, die 111 ist erledigt. Die 88 ist erledigt. Die 84. Erstmal Masterarbeit machen, bevor man ins im Game Spaß hat. Richtig so. Und grüß dir. Grüß dir, Randy, mein Lieber. Na, anders macht's doch keinen Sinn. Ist die 84 jetzt gemacht oder nicht? Das sieht merkwürdig aus. Für was macht ihr einen Düngeplan? Ja, für die Düngung. Wir wollen ja Flächen auch nicht überdüngen. Hast du als Haustiere ja zwei Pussys. Zwei Miezekätzchen. Zwei Kater. Also das ist merkwürdig. Haben wir hier eine Bodenart? Ja, okay, Lehm. Lehm nimmt dann weniger auf. Boah, hier die 25. Muss das Vorgewende noch fertig gemacht werden. 71. Mit 70 müssen wir auch noch machen. Ich denke, wir fahren erstmal hier weiter, wenn wir dann mehrere Leute sind. Denke ich mal, checken wir zu 201 runter. Was ist da aktuell drauf? Weizen. Ja, da werden wir zu 201 fahren.
Die 203. Das glaube ich schon gemacht. 201. Und dann tuckeln wir hier rum im Westen. Wenn wir viele Leute sind, viele Zubringer, tuckeln wir hier im Westen rum. Da ist die Strecke am längsten, da passt das. Und arbeiten uns hier unten so ein bisschen lang. Ja. Ja, so machen wir's. Ja. Dankeschön fürs Follow. Xenox, moin. Ja, und im Düngeplan, wie gesagt, der ist so gemacht, dass wir in der ersten Gabe Gärreste haben, zweite Gabe Mineraldünger, dritte Gabe Flüssigdünger. Und das musst du halt entsprechend planen, damit du weißt, wann du wie viel wo ausbringen musst. Na? Was machst du heute? Zubringer oder Ausbringer? Ausbringer! Ich werde heute ausbringen, denn ich habe noch einen Vorführer als möglichen Ersatz oder als möglichen Nachfolger für meinen 6R. So, Tobi wird heute nicht fahren. Das bedeutet, dass wir seinen T7 mal beiseite stellen können. Wie düngt ihr eure Wiesen und wie oft? Einmal mit einer dicken, fetten Gabe. Feldkirchen beim Baden, okay. So, das bedeutet, wir sind aktuell zwei Ausbringer. Und dann haben wir hier hinten Adrian, Dirk, NJ, Chris, vier Zubringer. Das würde passen. Wenn dann noch mehr Leute kommen, dann Schlepper vor die Fässer und noch mehr Zubringer. Kommt heute Yogi? Nee, Yogi ist heute auch Platti Palladi. Passt. Das ist vorbereitet, das, was ich jetzt noch gucken muss, bitte. Nein, und wieder ist die Finanzstatistik nicht synchronisiert. Es kotzt mich an, denn das Problem ist... Hier ist sonstige Einnahmen. 57.000, 940.000, das müsste Milch sein. Dezember, 195.000. Das sind BGA-Einnahmen. Ja. Viertelmillion, by the way, über Getreide. Das sind BGA-Einnahmen. Das sagt mir, dass ich für Januar und Februar noch keine Überweisung der BGA gemacht habe. Oder? 57,9. Yogi baut vierfach. Yogi ist offline bei uns. Ist Yogi live? Ich meine, es ist okay. Also selbst wenn, es ist völlig okay. Jetzt, ach nee, hier ist verkaufte Milch. Dann sind das, was sind das denn für Einnahmen? Christoph und Franklin, moin. Ich brauche die BGA-Finanzen. Und die habe ich, ach Gott. Sekunde. Mahlzeit. So, oh, jetzt reagiert auch hier das GoXLR nicht mehr auf meine Befehle. Ich könnte kotzen, weil das GoXLR, das wird nicht mehr weiter supportet. Das ist
Ist die App überhaupt offen? Er hat ein Video hochgeladen. Ja gut, Videos ist ja auch vorproduziert sein, ne? Ist die GoXLR-App gar nicht offen? Die GoXLR-App ist gar nicht offen. Aha. Ja gut, mein Fehler. Jo, lass dir schmecken, Sebastian. Ob ihr Nachwuchs bekommen habt, ihr jetzt auch die Mischung jetzt angepasst. Also, Nachwuchs haben wir noch nicht. Noch nicht bekommen. Wir sind hier bei 70%, Reproduktionsrate hier 66%. Das heißt, noch ein paar Monate, dann kommt Nachwuchs. Und ob wir dann die Mischrate anpassen. Das Mischverhältnis. Nö, es bleibt beim Milchvieh. Es bleibt beim Milchvieh. Wo steht denn die Kiste? Hier haben wir verschiedene Mischungen, die ich jetzt aber leider nicht wechseln kann. Und ihr seht es wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne, ihr seht es nicht. Da müsste ich hier mal ausmachen. Wir haben hier verschiedene Mischungen. Im F1-Menü. Derzeitige Mischung ist Milchvieh. Gehe ich über Steuerung Z. Ey, kann ich nicht wechseln, weil noch was drin ist. Milchvieh werden wir ja auch, nachdem wir frische Gefährten haben, werden wir weiter Milchvieh haben. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, gut, dass du es erwähnst, noch weitere Kälber-Iglus. Wie, ich habe nicht die Berechtigung zum Bauen. Bin ich schon wieder kein Admin? Ich werde wahnsinnig. Ah, es kommt auch Melasse und oder Zusätze mit rein. Muss nicht. Muss nicht. Also ja, real betrachtet ja. Real betrachtet ja. Da haben wir ein Kälber-Iglu, zwei Kälber-Iglus. Schon mal ein bisschen vorbereiten, ne? Drei, vier. Oh, das, ich weiß nicht, wie viele Kälber wir kriegen werden. Das ist so ein bisschen das Problem. Annika, grüß dich. 5, 6, 7, 8. 8 Kälber-Iglus haben wir aktuell. Wir hätten aber sicherlich noch irgendwo Platz, welche hinzuzubauen. Hier zum Beispiel könnten wir noch welche ransetzen. Oder ist hier Trigger? Nee, das sticht zu weit rein. Wie viele Kühe habt ihr? Wir haben 100, wobei ihr 20 noch in der Reproduktion sind. Bei den 70 Kühen haben wir eine Reproduktionsrate von 70, bei den 10 Kühen von 66, also wie viel hier nachkommt. Und das ist in beiden Stallungen so. Wie viel hier nachkommt, keine Ahnung. Ne, in den Kuhstall nicht. Hier. An der Seite lang eigentlich. Wenn wir die Geräte hier wegnehmen, könnten wir hier mal noch locker 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kälberboxen platzieren. Hier sind die Viecher, by the way, weil es... Oh, hier, Stroh wird leer. Weil es hieß, hier sind da gar keine drinne. Doch, doch, aber die sind halt hier auch auf der Weide. Bei der Stallung. Ich lasse die jetzt erstmal... Ich will erstmal noch schnell Textur drüber malen.
Weil das sieht ja sonst nicht aus. Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Genau so ist es, Julius. Grüß dich. So, und die brauchen dann Stroh, produziert separierte Gülle und Nahrung. Was die dann an Nahrung kriegen, pff. Objektoptionen öffnen. Oh. Habe ich die Iglos hier drüben benannt? Kälber IG 1, 2, 3, 4, ja. Oh, wie habe ich die benannt? Kälber minus Iglu. Dann ist das hier minus Iglu 5. Leerzeichen dazwischen. Kälber Iglu 6. Eine Frage. Wie hast du das mit diesem Vario-Getriebe gemacht? Genau, CVT on. Kälber minus Iglu 7. Minus Iglu 8. So. Und wir haben ja Tiere unterschiedlichen Alters. Zum Beispiel ist das Tier größer als das, ne? Das ist auch eine weibliche Ferse, 8 Monate alt. Und hier haben wir einen Milchkuh-Holsteiner, 26 Monate. Also das macht schon dieses Advanced Animal Ding. Die Boxen auf den S19, weiß ich nicht. Wir haben eine 26 Monate Holstein, haben wir hier noch ein paar Unterschiede. 26, 26, 26, 26, 26. Wo sind denn die Jungviecher? Hier, das ist doch eine Junge, oder? Nee. Die ist auch alt. 26. Wie weit seid ihr mit dem Güllefahren, Annika? Wir haben schon noch ein bisschen was zu tun. Ich würde heute mit den Jungs gerne hier runterfahren in die Region. Bjarne schicken wir dann nachher auf die 49. Ich glaube, die muss noch gemacht werden. Oder ist die schon gemacht? Weiß ich nicht. Oder wir arbeiten uns hier entsprechend runter. Mal schauen. Weiß ich noch nicht. Naja, hier sieht man es halt, ne? Die hat halt keinen so dicken Bauch. Das ist halt eine Ferse. Ja. Ja. Oh, was ist denn das jetzt? Sonneneinstrahlung? Jetzt kommt die Sonne raus. Oh, nicht doch. Schönes Bild. Oh, Bjarne. Was ist denn das für eine Synchro? Danny, moin. Naja, dann benennen wir nochmal schnell unseren Titel um. Daddy Rules, moin. Also, hier haben wir dann so ein V1. Kommt die Sonne nach dem Regen, wird die Schwüle dir gegeben. Genau so ist es und deshalb schwitze ich auch. Geres den Ballern mit Case Magnum. In Klammern Vorführer. Die Kuh heißt Dirk. Luis, vorsichtig. Dirk hat Adminrechte. Ja, hau dich raus, so sag ich dir.
Gut. Der Hof? Nein. Der ist gar nicht selbst gebaut. Das ist alle... Also, hier gibt es Veränderungen. Das zum Beispiel hat Adrian gebaut. Hier drin haben wir eine Veränderung. Ansonsten ist Hof V1 halt. Also, es gibt Veränderungen hier definitiv. Mistplatte da hinten ist auch noch umgebaut. Silos haben wir teilweise umgebaut. Deshalb macht auch ein Safe-Game keinen Sinn. Würdet ihr nicht bespielen können. Aber die V1 hat halt echt schöne Höfe von Haus aus schon. So, wir wechseln wieder auf... Ne, wir können eigentlich auf dem Betrieb bleiben. Die BGA haben wir abgerissen, die habe ich auch wieder aufgebaut. Adra, mach dich da raus, da! Aber ganz schnell. Was machst du da mit meinem Ausleger? Ja. Danke, Dirk, danke.